Thank you.
4, 3, 2, 1, okay, ich hoffe. Oh, schön, dass du. Wow, du warst ja fast perfekt, dein Time. LOL. I love it. So. Abend, Leute, was geht, was geht, was geht? Was geht? Jetzt heißt Crackalacky! Geht's dir gut? Sons of the Forest. Yeah! Yeah! Epic Gamer Moment! Epic Bray Moment. Epic Bra Moment. Brr! Skrr! Skrr! Bipa Papa! So, das ist doch eine schöne Einführung. Skia! Alle Leute mit Kopfhörer gerade. Was? Boys, es hat wieder Updates gegeben. Es soll irgendwie neue Cave und so geben jetzt. Kein Plan. Neue Cave? Ja. Und neue Bossgegner und so ein Scheiß. Was? Ja! No joke! Ich bin im Spiel drin, by the way, ne? Ich nicht! Ja, jetzt. Ich bin noch in der Mehrspieler-Lobby. Warum ist das Spiel so laut? Ich hab keine Ahnung, bei mir ist es leise, also für mich angemessen leise. Ich glaube, meine Capture Card in letzter Zeit ein Update bekommen, dass die Lautstärke jetzt anders reguliert ist, weil ich musste bei meiner Capture Card auf plus 12 Dezibel machen. Und jetzt muss ich auf minus 16 gehen, damit der Sound stimmt. Kombiniere Stoff und Alkohol, um einen richtig geilen Abend herzustellen. So, Synteriax, Joss, Sayo, Dominik, Schakal und eins andere Waffe, was geht? Moin. Oh, welcome, ich bin unten im Bunker. Welcome. Ja, wir sind hier stehen geblieben, ne? Flossen machen dich langsam, hier, wenn du nicht im Wasser bist. Ja, wir haben den Compound Bow jetzt. Genau, wir haben den Compound Bow hier bekommen. Alter, wie schnell hat das jetzt bei mir reingeladen? Nein, Standbild! Oh. Nein, immer noch Standbild! So, jetzt kann ich auch mal in die Leiste. Nochmal 3. Ist die Lautstärke so in Ordnung, Leute? Weil irgendwie, ich glaube, meine Capture Card hat ein Update bekommen. Könnt ihr die Jungs gut hören? Könnt ihr mich gut hören? Könnt ihr Ingame-Sound gut hören? Also, ich glaube, mich kann man immer gut hören. Also, ich denke schon. Und damit, na, meine lieben Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Runde Sons of the Forest. Sons of the Forest wieder zusammen mit dem Vasipu und dem Punisher. Was geht? So. Wir haben uns heute gedacht, dass wir heute noch ein bisschen Höhlen erkunden, ein bisschen mit der Story, ein bisschen Progress weitermachen. Da hinten habe ich Cornflakes vergessen. Ich bin stuck am Sofa. Sofa stuck, Couch stuck. Wie im echten Leben. Immer stuck am Sofa. Du stuckst am Sofa? Ja. Du weißt schon, wenn du nach einem schönen Arbeitstag einfach am Sofa stuck bist. Oder auf dem Bett, je nachdem. Ja. Jo, wir wollen jetzt heute noch ein bisschen erkunden, ein bisschen die Höhlen grinden und schauen, dass wir noch ein bisschen Story-Progress machen. Wir schauen, wie weit wir kommen. Erstmal nochmal looten. Ich denke aber, wir sind jetzt schon so gut wie im Mid-Game. Das heißt, allzu viele Parts wird es auch nicht mehr sein. Das ist eine ausgezeichnete Frage, ob wir im Mid-Game sind. Denkst du mir? Aber da ist doch was. Was ist denn da? Oh, ich hab einen Sack. Leute, ich muss mal kurz einen Test machen. Wenn ich jetzt mit der Pistole schieße, ne, wie laut wird das sein? Oh, hä? Hier liegt ach so, ich hab einen Schalli drauf. Stimmt, wir haben einen Schalldämpfer. Stupid. Warte, ich muss. Why so stupid? Why so weak? So Leute, ich pack mal kurz die Shotgun raus. Mal gucken, wie laut das ist. Ja, schön. Also aufs Leute, Wasser. Wie laut ist es? Ja, geht so. Gar nicht mal so laut. Haben wir hier alles, ja, ne? Wir haben hier Loot gespeichert. Ja, wir haben hier noch ein bisschen gelootet, ja. Bevor wir hier zu Ende gemacht haben. Ja, wir müssten eigentlich immer noch Winter haben draußen. Oh ja, true. Wie geht's Jens und Ralf? Natürlich dir, Bruder. Ja, uns geht's. Also, mir geht's gut. Wie geht's euch? Jo. Sehr ich gut, bin, und es ist kalt. Ich bin gerade durch den Schnee geflogen. Oh, ich hab deine Augäpfel gesehen. Ja, ich, mir geht's gut. Ich bin ein bisschen geil, hoppler. Der Arschstuhl. Warum schlägst du mich, Jens? Mir geht's soweit gut, ich bin nur ein bisschen geschafft von der Arbeit. Ja, ich auch, ich bin seit 4 Uhr. Da ist Kelvin klein! Kelvin! Geht's auch gut. Was macht Kelvin hier? Hallo, wohin rennt der? Nein, das ist. Kelvin! Was bist du denn? Ralf, I need help! Oh! Also, Leute, ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich in die Richtung gehen, wo ich jetzt gerade hingucke. Also da waren wir schon bei der Höhle. Ach ja, stimmt, Loot. Gott, hör auf uns zu lecken. Kelvin Klein, Alter. Pack dir deine Pillen ein. Oh, Kabel, Seile. Oh, ich hab genug Seile. Es ist halt arschkalt. Ja. Meine Stamina-Bar ist halt so halb nur. Oh ja. Echt? Bei mir geht's tatsächlich noch. Also dieses Kapmann hat nur einen Drittelplatz eingenommen, wenn überhaupt. Ich sollte was trinken. Warte, ist der Fluss, ist der See, Teich eingefroren, oder? Ja. Scheiße.
Deswegen habe ich eine Wasserflasche noch dabei. Da warte, ich habe hier noch... Ich habe auch eine Wasserflasche, aber I'm too stupid, ich habe das nicht aufgefüllt. Doch, habe ich. Ich habe hier noch 1000 Energy Drinks und einen Wein. Alles gut. Nee, Wodka. Wodka, blöd. In die Richtung runter, oder was? Wir müssen in die Richtung. Ah, doch, hier runter. So, ihr habt wahrscheinlich genau mehr Orientierung als ich. Ich folge euch einfach mal. Wir müssen nämlich ganz geradeaus. Also die Höhle vor uns, da waren wir schon, aber wir müssen dann dahinter die Höhle. Ach stimmt, hier war dieser Riesenelch, den ich gekillt habe. Wait a second. Wir haben doch was. Ein nettes Feature hier. Welches denn? Wo ist das denn? Da. Das. Ja? Oh, warte. Wartet mal. Ja? Hier ist ein Flugzeug. Das haben wir doch. Achso, der Loot ist gespawnt. Yes. Mascha. Hier sind überall Koffer nämlich. Aber da sind auch ein paar Leute, ne? Was? Hier ist ein riesiges. Oh, tatsächlich da hinten. Hier, komm zu mir. Geld. Oh, ist der andere. Hey, Scribble. Hinter dir. Au. Hey, bleib stehen. Bleib still. Oh, wow, der macht Dark Souls Rolls. Oh, was? Du musst down? Oh. Hey, bleib stehen. Oh, cool. Durch einen Crossbowster gestorben. Nice. Hey. Oh! Lass mich kurz reloaden. Du kleiner Keck. Okay, dann gehört dein Ass jetzt mir. Bleib stehen. Fuck. Who's getting my ass? Warte, ich gette gleich dein Ass. Achso, oh, you're dead? Er hieß dead. Warte, ich gette dich. Oh, nice, hier ist Dings. Keine Zeit für Aloe Vera jetzt. Komm schon. I've gotcha. So hat sie keine. Habt ihr die Waffe von dir weggenommen eigentlich? Warum ist sie eigentlich. Warum ist Virginia eigentlich hier? Keine Ahnung, ich will halt auch ein bisschen Party machen. Digga, warum ist Kelp? Oh mein Gott! Yo, Jesus, voll der fucking Buschmensch, Alter! Jesus, fuck! Susi, was geht? So, Kelvin, du sollst nach Hause gehen, Alter. Danke für dein Abo! Scheiße, ich kann ihn nicht nach Hause schicken, oder? Warum hab ich... Gibt's hier vier Bricks und so, boah. Ich kann ihn nicht nach Hause schicken. Ja, scheiß doch. Soll halt rumwandern. Soll ich ihn folgen lassen oder soll ich ihn hier versteckt lassen? Herrschaftszeiten. Ja, komm, bleib hier, aber versteckt. C4-Ladung collected. Nice, jetzt kann ich wieder Bomben machen. Geld. Okay, jetzt kommen wir weiter eigentlich. Ja, warte, ich loot noch kurz hier die Kisten, die Koffer. Hetzer. Ja, ich hab Spaß. Oha, Alter, der Himmel sieht richtig geil aus bei mir gerade. Ist das Sons of Lo... Oh ja. Ist das Sons of London? Vor allem alles outmaxed. Oh ja. Outmax ist natürlich. So, sollen wir jetzt hier runterschlittern? Sorry, dass ich es nicht outmaxed habe. So, warte, ich guck mal kurz auf die Map. Ja, okay, das ist die richtige Richtung. Alles klar, let's go. Ich hab halt nur 2060. Ui, oh! Leroy Jenkins! Oh, das war. Oh mein Gott! Ich hab gegen den Baum abgebaut. Ich baue es gegen Bäume. Oh mein Gott, ist das schlecht! Das ist doch nicht normal! Wie schnell man da runter? What? Das ist niemals normal. Digga, das ist safe. Ich baue es gegen Bäume ab, das ist langweilig. Mann, ich bin stuck. Digga, das war ja übel crazy, holy shit. Ich bin unten, by the way, ne? Plus. Ja, ich nicht. Ich nicht, ich bin gegen gefühlt alles abgebounced. Oh shit. Oh, du Mann. Digga, ich bin so hart abgebounced gegen den fucking Baum, dass ich nach oben gebounced bin. Oh nee. Oh nein, Wolf? Nein! Ich komm nicht raus! Later, Boys! Ich geh schon mal da runter! Nein! Stimmt gerade am PC, ja, das ist auch nice! Jens, steig aus! In der Höhle vor uns waren wir doch schon, oder nicht? Ja, aber ich meine die Höhle dahinter. Ja, ich komm nicht raus! Jetzt warte mal, ich muss mal kurz. Oder warte mal, waren wir auch bei der Höhle dahinter? Ja. Aber auf jeden Fall, wir können ja weitergehen. Also da noch weiter. Bei den beiden Höhlen waren wir, aber die dahinter waren wir noch nicht, oder? Nee, da ist ja eine Höhle in der Mitte von der Insel, ne? Ich guck gerade, wie man da hinkommt, weil links ist tatsächlich, wenn du auf der Map guckst, ist so eine kleine Passage, die so in die Mitte der Map geht. Seht ihr das? Warte mal, wo genau? Weiter links auf der Map. Da ist so eine kleine Passage, die so in die Mitte der Map geht. Ach, warte mal. Oder wir gehen...
geradeaus. Das sieht auch so aus, ob wir da durchgehen könnten. Ach, du meinst da zwischen die Berge, ne? Ja. Oh. Oh, hey, ist jemand. Oder wir gehen einfach außen rum, klappern erstmal außen rum die Höhlen ab. Bevor wir in die Mitte gehen. Ja. Ja, dann auf in die Richtung. Ich laufe einfach Arthur hinterher, der macht schon irgendwas. Ich bekomme wieder Flashbacks vom Wasserfall. Jo, man hatte bei mir gesehen, wie du krass nach oben gebounced bist. Ja. Alexa, wann aus? Stimmt, ich müsste eigentlich endlich mal die ganzen Parts schneiden. Von Sons of the Forest. Ach so, wolltest du ein Best-of daraus machen oder was? Nein, nein. Aber ich glaube, ich mache das so. Jo, ist das dunkler geworden? Ich sehe halt gar nichts, ist, ne? Es ist actually sehr dunkel geworden. Weil ich kann man ja, das ist halt echt krank dunkel geworden. Ja, ohne Taschenlampe. Sicher, dass ich sehe mehr ohne Taschenlampe als mit. Sicher, dass wir bei der Höhle hier vor uns schon waren? Lol, stimmt halt. Sicher, dass wir bei der Höhle schon waren? Bei der hier oben noch nicht. Nee, bei der waren wir nicht. Ah. Ich wollte schon sagen, ich glaube nicht, dass wir hier so hoch gegangen sind. Nee. Aber ich hab Bock dann wieder runter zu Stell dir vor, du machst es im Real Life, Alter. Aber der Speed war doch gerade nicht normal, oder? Digga, man ist doch niemals so schnell. Das war mein Gott, hier mit dem Schlitten, Leute, schaut euch das an, das ist nicht normal. Oh, war es gewesen. Oh, da will ich runtercruisen. Nein, nein, nicht jetzt, Bruder, nicht. Wir sind so dead, wenn um was geht es in dem Spiel? Sons of the Forest ist der Nachfolger von dem The Forest-Teil. Eigentlich geht es halt darum, du bist auf der Suche nach bestimmten vermissten Personen auf der Insel. Oder ist sie wieder rechts? Und, geht halt genauso aus wie in The Forest einfach wieder, wo alles voller Kannibalen, voller Mutanten und so alles ist. Und ja. Hier ist kalt und du bist nass. Dankeschön. Hier ist nass und du bist kalt. Nice, I love it. Scheiße, ich bin am Verhungern, ich muss was essen. Okay, jetzt ist meine Stamina irgendwie gerade am Cracken. Ja, meine Stamina ist am Cracken, weil ich, oh yes, jetzt geht's ein bisschen hoch wieder. Oh ja, es geht wieder hoch. Ich bin durstig. Apropos Stein, ich habe mir DaVinci Resolve runtergeladen bei Chip Instance, aber irgendwie kann ich es auf meinem Computer nicht finden. Ach so, das liegt daran, weil bei DaVinci Resolve, das hat so eine Eigenart. Du musst quasi in deinen Programmordner gehen, auf Blackmagic, weil die Exe ist halt nur dort, in dem Ordner drin. Nice. Und davon musst du halt eine Verknüpfung machen halt, ne? Der Vollmond sieht richtig nice aus, gerade bei mir. Ja. Der Berg hier sieht oben sick ist cool aus. Ja? Das sieht nice aus. Du hast Hunger, nein, habe ich nicht. Grüße auch von mir an die beiden. Alles klar. Schöne Grüße von 1 Anna Waffel, ne, an euch. Jo, Grüße zurück. The Forest kennst du auch nicht. Gott, wie ging. Es ist einfach eine Insel, wo wir gerade sind, und da sind Kannibalen drauf. Und wir sind quasi abgestürzt und haben jetzt den Survival-Aspekt zu überleben, Essen zu suchen, Essen zu pflanzen, also Pflanzen oder so kann man machen. Und man sucht jetzt quasi durch die Höhlen, und in den Höhlen sind quasi immer diese Story-Elemente versteckt. Und wir sind eigentlich im Auftrag da, um Leute zu befreien. Genau. Aber wir sind halt gecrashlandet und wir sind halt die einzigen Überlebenden quasi. Ja, wir haben schon den Vater und die Mutter halt gefunden, die wir halt suchen mussten. Die sind halt schon, ne, dead, die sind mutiert. Ja, ja. Und die einzige, die wir jetzt noch suchen können, ist halt, oh wow, die Höhle ist natürlich wieder extra groß. Ja, mit der schlechtesten Loot wahrscheinlich auch. Immer. Oh, nimm den Stein nicht in die Hand, mach das Ding kaputt. Kriegen wir jetzt endlich mal einen Dosenöffner? Yes. Kann man den Bergarbeiterhelm nehmen? Nö. Nee. Wow. Und deswegen sind wir jetzt hier hochgelatscht. Oh, Bruder, was ist mit den Höhlen los? Das fühlt sich so an, als ob die, Gut, dann nehmen wir gleich die ganze oben wahrscheinlich. Ja. Naja, die haben wahrscheinlich ein paar extra Höhlen reingeklatscht, damit, damit du halt ein bisschen zu exploren hast. Jede Höhle so ein riesiges Fundament ist. Ja. Wie in The Forest halt, ne? Ja, aber die hätten sie nicht mal einmarkieren sollen, so. Das fühlt sich halt so an, als ob die Höhlen so, die ersten Höhlen so richtig geil gemacht haben, danach hatten die keinen Bock mehr gehabt. Ja. Nur nach 15 Caves. Warte, gehen wir jetzt zur Mitte der Map oder gehen wir weiter rechts erstmal? Na, ich würde mal Mitte, oder? Ich glaube nicht, dass wir hier hochkommen. Ich glaube nicht, da geht's nicht. Oh! Nö, das geht auf jeden Fall nicht hoch. Ja, lass mal. Wir müssen hier außen rumlaufen. Ja. Oh, das da oben sieht gut aus. Da können wir bestimmt hoch. Da können wir bestimmt Schlitten fahren. Und gleich kommen wir zum Endgame-Gebiet, wenn wir dort in die Mitte der Map gehen.
Safe. Passiert. Das ist wahrscheinlich auch wie in The Forest, so ein riesiges Loch. Und du musst da irgendwie runter. Ja. Ja, das ist ja geil. Warum hab ich das Loch in The Forest habe ich gefühlt. Ja, Mann. Da erstmal runterzukommen. Also ich habe mich ja damals immer mit Konstruktionszimmer runtergebaut. Weil ich weiß, es gibt eigentlich auch der Höhleneingang, die nach unten führt, aber ich habe mich da mal runtergebaut ins Loch. Rolf und ich haben es einfach ganz easy gemacht. Wir haben einfach so ein Seil von einem auf zum anderen gemacht und sind einfach Körper ins Wasser gesprungen. Echt? Ja. Boah. Ich glaube, nee, Boys, hier geht's richtig. Ich bin gleich da. Also hier ist ein guter Weg. Ralf, wo bist du denn? Ja, mach mal, bei mir geht's auch, glaube ich. Okay. Also laut Karte sollte das kein Problem sein, hier hochzukommen. Okay. Denkt ihr, es gibt irgendwo auf der Spitze des höchsten Berges in diesem Spiel ein kleines Easter Egg? Ich würde feiern. Safe. Ich würde es literally feiern. Frag mich, ob die Kannibalen auch hierher kommen, wenn du jetzt hier eine Base bauen würdest, so mitten auf dem Berg oben. Das wäre doch total krebs, wenn du oben eine Base hättest. Eben, hier ist doch nicht mal Holz, Alter. Ja, hier, bei mir ist voll viel Holz. Ah, hier oben bei nichts? Bei mir ist gar nichts. Du fällst die Bäume, Digga, die gehen den ganzen Berg runter. Da hinten steht ein Baum. Ich weiß ein einzelner Baum. Ich hab irgendwie voll Bock, hier an diesem Berg hier entlang zu wandern. Tschüss. Oh mein Gott, diese Aussicht. Oha. Guck mal, sieht aus wie so ein Wanderweg, wie so ein Bergwanderweg hier halt. Kennst du diese? Jo. Oh. Da wieder eine hier bei Mount Chiliad. Ja. In GTA 5. Das sieht so sick aus hier oben. Ach du Scheiße, Ralf, du verpasst hier eine echt krasse Aussicht. Oh ja, Mann. Ey, ich hab selber Aussicht, alles gut. Oh, da wir sind noch weiter oben. Eben, wir laufen hier gerade an so einer Bergspitze vorbei. Ich seh's. Aber hier oben ist mega sexy, Alter. Holy shit. Warte, eigentlich könnte ich hier runter cruisen, oder? Mit einem Schlitten. So. Alter, dieser Du schiebst mich! Jens. Ja? Ich wollte nur kurz die Aussicht genießen. Sieht auf jeden Fall mega sexy aus hier oben. Boah, das sieht schon nice aus. Ich denk mir so bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang sieht das noch geil aus. Oh ja, Mann. Sonnenaufgang. Oh, Sonnenaufgang. Oh. Oh. Aber vor allem das Winter-Setting passt doch hier echt gut. So schlässig. Für Ostern irgendwas geplant? Literally nein. Ich muss, ich hab morgen noch Nachtschicht. Okay, Jens, ich glaube, wir müssen langsam hier runter. Ansonsten habe ich für Ostern eigentlich nicht viel geplant. Naja, ich muss Ostern arbeiten. Ich tatsächlich mal nicht. Aber hey, Feiertagszuschläge it is. Oh ja. Warte mal, soll ich da mit dem Schlitten runter? Oh nein, Jens. Don't do that. Don't do that. Aua! Jens, ich hab Schaden bekommen! Nein, Jens, hör auf. Jens, wenn du down gehst, ich kann dich hier oben nicht resten, ne? Bring mal da runter. Oder nein, ich spring da jetzt nicht runter. Aua. Beißer, okay, hier kann man einen Schlitten benutzen, actually. Okay. Ja, das meine ich doch. Ich hab mal rüber geschossen. Oder oben wäre mega RIP gewesen. Ja, was macht ihr da? Leroy, Jake, jetzt! Aua! Ich sehe nur euer Symbol ganz schnell nach unten. Boah. Alter, ich hab mal... I'm so slow. Digga, mein Herz ist aber nass. Das war echt schwierig. Ich glaube, ich bin gerade auf Abwägen. Was ist das für ein Geräusch? Wow, Jens, hörst du das? Nein, ja. Warte, was? Hier ist ein Geräusch, das kommt vom See. Ja, das ist normal, das ist das Eis. Was ist das? Soll irgendwie so das Eis sein. Ach so, das Eis. Ich dachte, da ist irgendwie ein Viech im Wasser. Das Eis, was hat cracked. Ich bin übers Wochenende überfahren. Am Sonntagmorgen wollen wir mit Malutensilien in den Wald und in der Natur zeichnen. Oh, das ist nice, Sayu. Das fühle ich. Malutensilien in den Wald. Richtig stillleben malen. Das würde ich halt auch gern machen, aber ich bin scheiße im Zeichnen. Me too. Ich auch. Wir nehmen einfach so einen Sheriff mit und ja. Ja, war es ja Regeln. Ja. Mein Charakter ist müde. Nicht, wenn ich Energy Drinks nehme. Bro, morgen steht Osterspaziergang mit seinen Eltern an. Samstag arbeiten, Sonntag bei seinen Eltern essen und Montag bei seiner Oma essen. Das Einzige, was ich halt nur höre, ist gerade Essen. Nee, aber wenigstens ist bei euch alles geplant. Also da wird es halt auch nicht langweilig. Warum habe ich wieder keine Ausdauer? Oh mein Gott, warum geht's hier so tief runter?
Und währenddessen bei mir so, ja, Freitag arbeiten, und dann keine Ahnung. Bei mir ist auch nur Arbeit. Gut, Samstag und Sonntag habe ich zwar frei, aber I don't know. Achso, hier ist der Höhleneingang. Wahrscheinlich werde ich Samstag, ich habe jetzt irgendwie voll die Orientierung verloren. Wahrscheinlich werde ich Samstag wahrscheinlich das kurz geht. Einkaufen gehen und dann wahrscheinlich auf meinem Bett mit Netflix chillen. Sollen wir hier ein Zelt aufschlagen für Pennen? Yes. What, where the fuck are you? Alles klar. Oh, ich was ist los? Es hat mir glaube ich nicht so geschmeckt. Oder? Ich kann hier, kein fucking Zelt aufschlagen. Ja, safe. Nee, kann ich nicht. Der Marker sagt nein. Ich guck mal, ob ich... Hier... Das Feuer geht aus! Zelt. Alter, hier kann man nirgendwo bauen. Okay, dann am anderen Seite des Ufers hier. Oh, wow, hier ist ein Zelt. Schaut doch aus. Leute, hier ist ein Zelt, wir können hier pennen. Da ist mein kleiner Abnehmer, folgt wieder hin. Ey, aber wenigstens so ein Osteressen ist meist auch richtig geil. Das ist wie Weihnachtsessen, finde ich. Es gibt meistens immer richtig geiles Essen. Und das, ja, das hast du halt auch nicht immer alle Tage. Und ich komme nicht aus dem Kackwasser raus. Why so stupid? Why so weak? Ui, boah. Aber ganz ehrlich, Osteressen oder Weihnachtsessen muss schon mal sein. Am besten so einen schönen falschen Hasen. Schönen falschen Hasen? Ja. Du weißt, was falscher Hasen ist, ne? So, ich hoffe. Meinst du Schokoladenhase? Nein. Falscher Hase ist ein Hackbraten mit dem ganzen hart gekochten Ei drin. Ich kenne das nicht. Ist das deutsch oder was? Ja. Ja, siehst du, kenne ich nicht. Dass die Höhle auch wieder so enttäuschend ist, bin ich schon traurig. Ja, bin ich wirklich. Das wird schon richtig traurig. Ich lass mich überraschen. Ja, so ist es. Oh nein, ich habe ein ungutes Gefühl. Gott, nein. Oh, das ist wieder so eine Loot Cave. Digga, was ist das denn hier? Wodka! Mein Loot ist halt eh voll so. Ja, mein Loot ist auch fucking voll. Ja gut, ich kann auch ein bisschen Stoff mitnehmen. Und deswegen sind wir jetzt hier hochgegangen, oder was? Was soll das? Wie fucking enttäuschend sind die Höhlen hier? So. Da oben auf dem Berg ist auch eine Höhle. Auf dem Weg zurück quasi. Aber die können wir dann später, I guess, angucken. Ralf. Ah. Pack mal den Schlitten aus und fahr mal durch den Wasserfall. Nein. Warte, müssen wir dort entlang? Actually? Ja, könnten wir sogar. Ja! Müssen wir da runter, oder was? Ja. Also wir können den Fluss entlang quasi gleich schlittern. Well. Leroy! Let's go. Oh, wie langweilig, Alter. Oh, jetzt geht's ab. Oh. Ja. Und let's go. Oh. Oh. Okay, langsam geht's los. Oh mein Gott. Oh. Warum ist alles so enttäuschend gerade? Digga, das ist ja übelst enttäuschend. Ach komm. Der Fluss ist wack. Hallo, warum. Ja, toll, jetzt bin ich unter Wasser. Lass mich raus. Und neuer Versuch. Ach, Mann. Das Wasser ist weg. Ich bin wieder raus. So, Updates machen. Wenn es läuft, geht nichts weiter. Weil das Wasser so. Eine... Ja, ne, das ist kein Problem. Dann macht's gut. Schön, dass du wenigstens mal reingeschaut hast. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder, ne? Ui. Oh mein Gott, das ist so wack, dieses Schönen Wasser. Abend wünsche ich dir, ne? Warum fliege ich in der Luft? Was war das jetzt gerade bei mir? Was passiert hier? Ui, Ich geb... Scheiße. Das Wasser ist scheiße. Komm, diese blöden Steine. Komm, gib doch einmal Gas mit dem Schlitten. Oh mein Gott, Ralf. Ich komm mit! Jetzt komm ich mit! Jo, jetzt geht's richtig ab bei Warte, mir! Was? Shit!
Warte, ich will auch. Nein, ich, mein Charakter will nicht. Oh, ich fliege. Ich will wieder. Ui, es geht ab. Es geht ab. Baum. Aua. Oh, 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 oh. Oh, oh, scheiße. Ey, Leif, ich will da. Hey, Leif. Oh mein Gott. Oh. Okay, ab hier ist ein Station. Mann, ihr habt mehr Spaß als ich. Oh, is it? Wir müssen nach rechts, by the way, ne? Oh. Du musst jetzt mal schauen, dass wir aus der Strömung wieder rauskommen. Und, oh Gott. Wir haben actually nicht mehr viele Orte, die wir besuchen können, ne? Ralf, what the fuck? Ja. Wo bin ich? Das ist so übelst, das sieht gerade bei mir alles übelst kurz aus. Ich bin unter Wasser gerade. Leute, wir haben nur noch 4 Punkte, wo wir hingehen können, ne? Einmal die Höhle, ne, 5 Punkte. 2 Höhlen und 3 grüne Punkte, dann haben wir alles. Ja, das Spiel durch. Das Spiel durch. Ja, stimmt. Stimmt, das Spiel ist nicht durch, wenn wir alle Story-Elemente haben, sondern wenn wir alle Höhlen erkundet haben. Ja. Ja, ich denke mal, weil da auch das ganze Story-Zeug drin ist. Ja, die grünen Punkte ist wahrscheinlich alles Story-relevant. Ja. I think so. Die Frage ist nur, ein grüner Punkt ist wahrscheinlich da, wo halt Endgame sein wird, ne? Jupp. Maybe. Aber brauchen wir nicht eh noch eine Keycard? Das finden wir bestimmt in irgendeiner Höhle oder in einem grünen Punkt. Oh man. Weil ich meinte, da gab es auch noch eine verschlossene Tür bei dem Spa-Bereich, oder nicht? Ja, das haben wir doch schon geöffnet. Aber war da nicht noch eine andere? Nein. Die verschlossene Tür mit der Armbrust und so, das haben wir schon alles. Und das im Spa-Bereich haben wir auch. Mit der Chainsaw. Ja, das mit der Chainsaw, ja, aber da in dem abgeschlossenen Raum war ja Dings dieser Aufsatz für die Shotgun. Ach, das stimmt ja. Wo wir halt Scopes. Habe ich meine Aufsätze wieder für meine Pistole? Nee, ist einfach weggebackt, ne? Immer noch. Ich hab meine Taschenlampe nicht mehr und alles. Für die Pistole. Ich bin gleich da. Warum? Ja, ist einfach weggebackt. Oh nein. War letztes Mal schon nicht. Egal. Ja. So, I'm back. Yes. Ich musste kurz verabschieden. Why are you running? Why are you running? Agent Sanchez, wir haben sie im Wald verloren. 58 Lee, was geht? Ehren Lee. Der Dude mit den über 200 Subs, Alter. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Aber jetzt zu mir weitermachen. Ja. Ich finde 600 Subs hören sich noch geil an. Als 200. Oh, ganz vorsichtig, Leute, wenn ihr hier an die Klippe geht. Holy shit. Warum? Was ist da? Uiuiuiuiui. Warte, ich will es auch sehen. Alter Mann, ist kein D-Zug. Hm. Saftig. Jetzt sag mir nicht, die Höhle ist jetzt unter Wasser. Das wäre crap. Nein. Doch, nein, ist es nicht. Nein. Nein, doch, nein. Was jetzt? Oh, nein, ist nicht. Ich muss hier nur ein paar Blätter kaputt hauen. Und rein in die Olga. Arthur, der Blätterzerstörer. Bin ganz dicht bei dir. Ich bin auch. Oh, es ist dunkel. Und das ist tatsächlich eine Höhle, die ein bisschen weiter geht, würde ich mal sagen. Die Höhle hat einen komplett anderen Vibe. Ja, das sieht nicht so frozen aus. Ja. Wo ist eigentlich meine Taschenlampe? 9mm Munition. Oh. It take that. Where is my flashlight? There is my flashlight. Also wenn du siehst, dass irgendwo Munition ist, weißt du, dass das im Höhle Story relevant ist. Ja. Oha, was liegt hier alles rum? Stoff, Seile, Stoff, ja. Konserven, Sachen, Stoff. Die ich alle nicht aufheben kann. Na, Stoff kann ich auch noch. Digga, die Fledermäuse sind immer so scheiße laut hier, Alter. Oh, was ist das? Jo, da ist einfach, was ist das? Was ist das? Oh! Ach so, du hast geschossen, Alter. Warum schlägst du mich, Jens? Sorry. Jedes Mal. Schlag mich bitte, wenn wir nicht in der Nähe sind. Dankeschön. Digga, hast du gerade gebellt wie ein Welpe? Oh. Digga. Hör auf zu rennen! Ey! Oha, oh, I'm nearly dead. Aua, I am dead. Habt ihr den? Nein. Der ist doch am Leben. Ey, was fress ich eigentlich für einen Kack Schaden, Alter? Digga, was hält der aus? Warum treffe ich ihn nicht? Bin ich.
Ich kann nicht aim. Jens, ich will Rest in Peace. Boah, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Boah, Digga. Alter. Junge, was hat denn der für einen Jump gemacht? Wo ist der? Ich seh ihn nicht mehr. Da ist er doch. Du hast Helden, ja, das Digga, ist normal. Ist das ein Minibug? Ich glaub schon. Sieht so aus. Jetzt, ja. Jetzt ist er dead. Drei Shotgun-Shots, ein Haufen Pistol-Shots. Skinnen. Ja. Ich hab schon an meinem Aim gezweifelt. Hallo? Oh, das war auch teilweise scheiße. Also ich mach das nur für dich, weil der Grüße Liebe ist. Dankeschön. Gütetli. Bus geht raus, Alter. Ich kann ihn nicht skinnen, warum nicht? Du skinnst ihn doch gerade, oder nicht? Nein. Ich hab noch gerade eine Skinning-Animation. Ach so, dann wurde der wahrscheinlich schon geskinnt. Jeder kann eigentlich skinnen. Musst du differenzieren. Also, wenn er noch nicht geskinnt worden ist, kann ihn jeder skinnen. Sobald aber mindestens einer den schon geskinnt hat, dann nicht. Okay. Was soll jetzt diese Höhlenmalerei bedeuten? Keine Ahnung. Ja. Dass hier ein Orgi veranstaltet worden ist. Wait, what? What? Erstmal ein paar Schmerzmittel nehmen. Guck, das musst du so sehen, Arthur. Ja? Oben, hier geht's weiter. Die drei Leute, die oben sind, das sind die mit ihren Muskeln flexen. Und die drei unten sind, und die unten sind, das sind die halt verkackt haben, weil die unten sind. Boah. Okay. Warum ist die Höhle so fucking huge, Alter? Ich beschwere mich nicht nach den Enttäuschungen, die wir jetzt gerade hatten. Ist so, ist ja, so. Ja, okay, wir dürfen uns nicht beschweren. Wenn wir uns beschweren, dann ist die Höhle gleich vorbei. Da vorne ist Lichtquelle. Ja. Aber hier geht's auch noch hinter. Ah, erstmal zur Lichtquelle, oder? Ja, okay, lass das zur Lichtquelle. Das sieht so einladend aus, also. Ja. Warte, leuchtet dieses Erz, oder? Ah, das ist schon das Erz. Ja, ich will hinter erstmal checken, nicht, dass wir irgendwas sehen. Ja, ich geh mal kurz weiter. Oh, hier sind ein paar Lufttanks. Ja, ich kann keinen mehr tragen. Aha, hier müssen wir wahrscheinlich tauchen. Hinten ist Dead End, also ist nichts Besonderes. Alles klar. Hier sind Lufttanks, die kann ich nicht tragen, weil ich schon Max bin. Same. Und hier müssen wir wahrscheinlich jetzt tauchen. Let's go. Ich hoffe, hier sind keine Haie. Na, hoffe ich auch nicht. Ich hätte gerade nicht so Bock auf Hai. Nein. Oh, aber hier sind Skelette, die ertrunken sind. Oh, cool. Skelette, die ertrunken sind. Glückwunsch. Skelette, die ertrunken sind, ja. Ah, oh, Freedom! Oh, wir müssen gleich weitertauchen. Oder hier oben ist nichts. Hier oben ist nichts? Hier ist ein Dude, der hat eine Handgranate. Warte mal, das ist einer von unserem Team. Hä? Da lag vorhin kein Dude, ich schwör. Safe? Safe. Sagst du safe? Wir müssen anscheinend nicht mehr tauchen. Jetzt kriege ich langsam Endgame-Gefühl hier. Oh, hi. Wo ist meine Shotgun? Shotgun, jetzt mein Tauchanzug aus, Alter. Shotgun, da bist du. So, Bruder, komm mal her. Ey, dreh dich um. Voll ins Gesicht. And now you're dead. Oh, he is? Skinnen, hallo, skinnen. Oh, ist da noch was? Oh, oh. Ah, dead? Was? How did I die? Ja, hinter dir war noch einer. Und noch einer, von wo ist der denn gekommen? I've got your ass. Thanks. Obviously. Der Max. Ich würde mit Ralf eine Rush Hour 2 Parodie machen. Was? Du würdest mit Ralf eine Rush Hour 2 Parodie machen? Ah. Huh. What is it good for? Absolutely okay, nothing. Kackenbäppe. Hier ist Babyviecher, nichts. Okay, nichts. Reloading. Ich muss vielleicht Munition mal kurz snacken. Es sieht so aus, ob wir hier nicht tauchen müssen, oder? Warte, ich geh mal kurz das Wasser abchecken. Ja, ich auch. Oh, es ist dunkel. Nein. Sieht nicht danach aus, ne? Nee. Also stell dir vor, kommt ein Hall. Oh Gott. Ich will mich so einscheißen. Oh ja. So, was ist denn hier? Oh, Erze. Sein, der noch, dass er noch umgeht. Liegt hier noch irgendwas Bestimmtes, irgendwas Cooles? Was Lootiges? Sieht nicht so aus, nur ein paar kleine Drecksbabys. Ja. Hier. Was denn? Ich meinte die hier, nicht. Oh, jetzt hat er verkackt.
Nein, das ist das, das ist das schönste Baby der Welt. Aber da, die Dinger hier. Kommt ihr? Die sind hässlich. Ja, ich komme. Ja. Hallo, lass mich hochklettern. Hör auf, das Licht auszumachen. Hallo. Geht doch. Das sieht für Brick nochmal nach einem Endboss aus. Oh nein. Einfach Endboss. Oh mein Gott, ja, jetzt verstehe ich, was du meinst. What the fuck? Wait! Ich bin noch nicht da. Richtig nach einem Endboss aus, ja. Oder nicht? Oh, oh ja, Mann. Oh, Digga, sind wir in Endgame-Gebiet gekommen oder was? Schon so ein bisschen, Digga, das ist einfach. Es gibt gerade so richtige Dings. Da hinten steht was. Aber es sind hier nur so diese Kackviecher. Bam, Junge. Bonk. Oh. Blind. Ich bin blind. Ich möchte jetzt nicht die Shotgun-Munition für die Leute verschwenden hier. Dann gib mal Licht. Mal drauf, Alter. Danke. Oh, ich muss diesen scheiß Taucheranzug ausziehen, der nervt. Mutantenrüstung. Mutantenrüstung. Tannenrüstung. Nice. Ey, was hat hinter mir so geraschelt hier? Lauf einfach weiter, frag nicht. Digga, warum sieht es so aus, als ob wir gleich in so einem Altarraum kommen? Das sieht gleich so aus, als ob wir gleich im Bossgebiet sind. Habt ihr schon links das hier abgecheckt? Also ist, hier geht's nicht weiter. Ja. Da ist nix, da ist nix. Oh nein. Sliding! Hä, wieso bin ich so lahm? Wir hätten vielleicht einen Schlitten auspacken sollen. Wie ein Schlitten. Oh, ja, ich pack mal kurz den Schlitten aus. Oh. Let's go! Ins Wasser. Oh wow, das war amazing. Oh wow. Man kann nicht runter sliden das mit dem Schlitten. Warum bin ich so langsam beim Sliden? Du gewinnst an Geschwindigkeit. Nein, ich knall hier gegen Steine und werd wieder langsam. Oh. Ja, that's unfortunate. Und es ist dunkel, ich sehe dich. What is Digga. That? Ich würde es gerade sagen. Jungs, was zum Teufel ist hier los? Was passiert hier? Sind wir wieder unten? Oder? Ja, obviously, wir sind irgendwie runtergerutscht. Ah ne, wir sind woanders, da vorne sind Habt ihr diese riesige Tür schon gesehen hier? Oder sieht aber warte mal, Jens, geh weg! Ey Leute, das sieht so aus wie ein fucking CPU-Fan. Oh, he's dead, okay. Skinning! Ich will die Nieten schon wieder wegsprengen, wie die anderen Male auch. Oh, hier liegt. Alter, ist Ammo, das. Buckshot. Buckshot. Buckshot? Batteries. Oh mein Gott, Leute, wie habt ihr das Ding übersehen? Warte. Ich komme zu euch, ich hab Angst. Ich nehm das Viech kurz mit. Wo sind die Bugshots? Wo zum Frag bist du? Welches Viech? Da hinten. Sicher kein Viech. Follow me! Okay. Say hello to my little friend. There he is. Oh. Hello, little friend. Well, das eine. Nein, ist doch nicht da. Sah grad nur so aus, ne? Ja. Daneben. Ah, bis ich das fertig hab hier. Ist der schon dead, oder? We wanna back up real quick. Ey, warte, ich hab keine Munition mehr für die Pistol. Well, I guess ich hab keine Pistol-Ammo mehr. Stimmt, ich sollte vielleicht öfters mal einen Crossbogen benutzen. Wie dead. Oder Digga, wir kriegen noch ein fucking Betäubungsgewehr von irgendwo, ne? Fällt mir grad auf. Wir kriegen auch noch verdammten Dosenöffner. Ja, irgendwo. Echt? Kriegen wir einen Dosenöffner? Digga, wir haben das Spiel durchgespielt und kriegen dann später beim späteren Spielverlauf einfach fucking Dosenöffner. Es ist die Frage. Ey, es ist so viel zu erkunden gerade. Digga, was zum Fick ist hier los? Gestern gehen wir erstmal hier lang, ne? Das sieht nicht geil aus hier. Da steht einer, warte mal. Die dead. Geh weg! Achso, das ist nicht. Ja. Well. Das war gewastet. Jetzt ist er dead. Komm, skin dich, skin! Wir müssen das woanders looten.
und schauen. Was? Da geht's runter, kommt man nicht mehr hoch. Oh. Ja. Aber wir haben noch ein Seilgewehr. Stimmt. Is this working? I don't know. I don't know either. Ich schau es mal zurück, ob es da noch was gibt. Aber ich meine, hier sieht es nicht so aus, ob hier irgendwas Geiles noch auf uns warten würde. Hm. Ja, da hinten geht's noch ziemlich weit, habe ich gesehen. Schon wieder keine Auswahl. Ich brauch es. Also, kannst du anschätzen, was du demnächst, wann streamst? Wahrscheinlich dann Samstag. Ne, warte. Ne, nicht Samstag. Sonntag. What is this place? Ich weiß gar nicht mehr, von wo wir gekommen sind. Nee, schon. Ja, oh, hier sind ein paar Viecher. Aber hier ist anscheinend nichts. Ich glaube, das ist Ammo Wasting, die zu töten. Da ist literally nichts. Aber hier ist ein Durchgang. Hier ist ein Dude mit einer Handgranate. Was? Das ist ein Durchgang? Hier ist ein Durchgang bei mir. Nur die Pommes hinter uns. What's that? Mein Gott, ich höre Geräusche hier irgendwo. Die sind auf jeden Fall nicht mehr hinter uns. Okay, let's go exploring. Yeah. Well, keine Ausdauer mehr. Oh, da steht einer, pass auf. Ja, ich seh's. Gezielter Kopfschuss. Ich zitter. Ah, ich zitter zu sehr. Oh, da ist noch einer! Oh mein Gott. Ah, wohin? Wo ist hin? Ey! Digga, der ist nicht durch den Shotgun-Schuss down gegangen? Ja, die hält aus. Alter, die hält aus, Alter. Holy shit. Dead. Ich muss nachladen. Ja, hör auf, die Waffe anzuschauen und wechsel sie doch mal. Digga, der hat 4 Schuss geschluckt. Are you dead? Jens, I'm gonna get your ass. Arigato gozaimasu. War das alles? Du musst doch safe irgendwas sein. Mehr aus. Ja, die halten auf jeden Fall was aus. Ich muss gleich wieder eine Packung Munition, eine Packung Munition, eine Packung Medikamente fressen. Mach ich lieber jetzt, bevor ich weitergehe. Mir geht's auch wieder weit. Ey, Mann. Okay, das ist eine riesige Höhle. Holy shit. What da vorne steht hier? Gut. Ey, warte. Hier ist eine Leiche. Ist bei der Leiche irgendwas? Ja. So. Ah. Hier sind Kisten überall. Batteries. Hallo, Skeletoni. Ist wieder eine Leiche. Oh, hier ist Munition, 9mm. Ui. Ich hör hier was, warte mal. Digga, da war was haben wir hier? Flares. Obwohl, er hat 9mm. Da hinten. Hier. Ah. Oh, Batterien. Alter, hier geht's auch noch weiter. Und hier slidet man auch runter. Sauerstofftank. Oh, Schrotkugeln. Schrottkugeln. Ein Seilrutschenseil. Glückwunsch. Alter, was gibt's hier alles zu erkunden? Wait. Sind wir nicht von da gekommen? Nee, warte, nein. Hier geht gar nicht. Nein. Oh, hier geht's auf jeden Fall nicht weiter. What the hell? What the hell? Also, okay, jetzt geht's wieder zurück. Ganz komisch. Was ist hier links gewesen? Da ist auch noch ein Durchgang. Ja, wo? Also denn? Jetzt da nicht, aber. Jetzt hier. Warte mal, hier war das doch, glaube ich, ne? Und hier der Durchgang. Genau hier. Hier geht's auch noch weiter. Alter, was ist. Wir haben so oft beschwert, dass das Spiel gesagt hat, so alles klar, große Höhle ist. Hier geht's auch nochmal. Und hier sind Viecher. Oh ja. Bam, Junge! Oh, der ist weggeflogen. Oh. Wow, hier wird's den Schuss verschwendet.
Hallo, ich will dich skinnen. Also, das ist ganz nett mit der Animation, aber. Ich würde es gerne schon skippen, die Animation. Wie? Oh. Oh. Flair! Was haben wir hier? Energy Drink, Medics. Oh wow, ich hab genug Energy Drinks, muss mal was trinken. Ich höre nur so gluck, 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 gluck. Achso, apropos Energy Drinks, Leute, Just Legends. Bist du mit dem Code Vasi, du kriegst ja 15% Rabatt auf eure nächste Bestellung. Genau, auf jede Bestellung, egal wie oft ihr möchtet. Sogar auf die Bundles. Junge, was ist das jetzt hier schon wieder? Es hört halt nicht auf. Digga, das sind halt richtige Underground-Catacombs. Aber ich glaube, von hier kamen wir doch, oder nicht? Ja, ich glaube, das ist die andere Uferseite tatsächlich. Ah, warte mal, sind wir jetzt im Kreis gelaufen? Nee, alles gut. Das ist bloß die andere Uferseite, die wir jetzt erreicht haben. Oder nee, sind wir gerade zurückgekommen? Ja, wir sind zurückgekommen. Digga, wir sind im Kreis gelaufen, actually. Ja, können wir weitergehen, würde ich sagen. Irgendwie, I lost my orientation right now. Ja, hier rechts geht's weiter. Genau, die Viecher haben wir gelootet hier und da rechts ging's weiter. Ja, da geht's jetzt weiter runter, ne? Geht halt weiter ins Innere. Endgame mit Is. Endgame, yeah. Alter, wir sind noch nicht ready für den Endgame. Es gibt noch andere Orte, die wir noch erkunden können. Mal schauen, was hier überhaupt ist, ne? Die Frage ist, ob wir wieder hochkommen, irgendwie. Alles Teil. Well, let's go. Hier ist auch noch ein Durchgang. Überall Erdlings. Das heißt wahrscheinlich wieder das hinten tanken. Hier sind Babys. Oh, hier ist Loot. Oh, cool, Babys. Pass auf die Babys. Oh, sorry. Loot und weg. Ach, Jens. Ich halte mich absolut von dir jetzt fern. Für immer. Hast du ihn geboxt? Er schlägt mich schon die ganze Zeit. Ja, wenn du immer meinen Schlag reinläufst. Man schlägt erst, wenn man weiß, dass es frei ist. So, lauf doch einfach rechts an der Seite vorbei. Geht schneller. Oh, jetzt nicht mehr. Schade. Und Tauchstation. Dann müssen wir da jetzt wieder tauchen. Yep. Ja. Oh mein Gott, what's this? Hallo? Unter hier. Was ist was? Oh lol. Ich hab noch nicht einen Air-Tank verbraucht. Oh, Jesus, hat mich das Ding erschrocken. Oh mein Gott, was ein Drecksvieh, Alter. Das ist neu, das Ding. Oh, da ist noch eins. Und noch eins. Oh, sorry, Leute. Ich hab mich so derbe erschrocken, Alter. Alles gut. Tut mir leid, Mariel. Wenn ich dich erschrocken habe. Oh, der ist aber sexy gestorben. Damn. Oh, Junge. Alter. Ich hab mich erschrocken. Egal. Ich hab mich auch so übel erschrocken. Was sind das für Viecher, Alter? Du redest jedes Mal abgehackt, wenn du redest. Wirklich? Was? Bei mir nicht? Nee, bei mir. Mal, vielleicht. Warte, ich bin abgehackt bei dir? Nein, bei mir. Ach so. Ich, bei mir. Ah. Keine Ahnung, wahrscheinlich, Hey, das ist noch ein Vieh. Alter. Was schon wieder Babys? Was machst du mal dafür einen Anstand, Alter? Ey, Digga, was geht? Flup. Ey, he's not dead. Now he's dead. Skin ihn doch. Skin and care. Da kommt irgendwas. Oh Gott. Du sprichst ein Shotgun Blade. Oh, ich habe hier gerade so eine Osterpackung mit Schokos und Schokoeiern und so. Und die Eier sind einfach alle kaputt. Ripped. Schokoeier. It's ripped. Ey, warte, was hat der Dude für einen Anzug an? Hä? Wo ist denn da? Warte mal. Wie guckt doch mal den Dude an? Der aussieht wie ein Motorrad. Ist so. Helm, aber irgendwie auch nicht. Ralf? Oh mein Gott. Und noch einer. Manche sind One-Shot durch eine Shotgun und manche nicht.
Ach, ich habe keine Pfeile mehr, oder? Digga, wie viel Shotgun-Munition habe ich eigentlich noch? Uff. Nee, ich habe keine Pfeile. Dann wird's halt auf die Armbrust zu switchen. Ich habe genug Shotgun-Munition. Warte mal. Es ist Starman. Was ist SpaceX. Was? Was ist der? Komm, ich nehme die Shotgun. Goldrüstung? Was? Well. Wie eine Goldrüstung. Kann man das ehrlich anziehen? Tatsächlich. Wo? So, ich habe die Goldrüstung angezogen. Ach du Scheiße, hat das Verteidigung. Wo? Wo soll hier eine Goldrüstung sein? Achso, Leute. Bei dem Dude, lass. Siehst fresh aus. Du siehst auch mega fresh aus. Holy shit. Holy shit, looking tight, Alter. Yes. Damn, Jens. Aber ich hätte mich gerade irgendwie mehr über 9mm gefreut, irgendwie. Ich weiß ja nicht. Kommt da noch was? ja, hier ist nichts mehr. Hey, warte, sag jetzt nicht, wir sind jetzt hier wirklich nur wegen dieser fucking... Gold, oh, hier ist ein Saal nach oben, by the way. Oh. Hier, wo ich gerade bin. Ah, lol, echt. Aber hier ist ansonsten nichts mehr, oder was? Nee, ich bin komplett rumgelaufen. Well, I guess then we go out. Oh mein Gott, Jens, ich sehe dein Ass, Alter. Guck auf meinen Goldarsch. Guck auf meinen Goldarsch. Guck auf mein Gold... Jetzt sehe ich deine scheiß Augen, Alter. Okay, die Goldrüstung ist echt sexy, muss ich schon sagen. Okay, 58 Lee, ne? Bis später. Viel Spaß beim Meditieren. Guckt euch mal den Dude an, sieht aus wie ein Motorrad. Was? Das habt ihr dem Dude gesagt. Schaut euch an, sieht aus wie ein Motorrad, was? Sieht aus wie ein Motorrad. What the fuck? Ich kann das halt nicht benutzen. Hallo. Boah, Jens, warum bin ich schneller als du? Alter, Bruder. Nimm mal weniger Drogen, Alter. Warte. Also wir sind in dieser Höhle gegangen, nur um die Goldrüstung zu holen. That's it. Und die Goldrüstung hat eine bestimmte Verteidigung. Wenn die Verteidigung kaputt ist, dann ist sie kaputt, oder was? Sieht so aus. Dann würde ich sagen, ziehen wir die Goldrüstung an, wenn wir beim Endboss-Fight sind. Ich glaube, das wird am meisten Sinn machen. Oder? Sieht so aus. Mentos, ja, was so geht? So, dann muss ich mal kurz die Rüstung ablegen. Dann ziehen wir doch mal was anderes an. Looks so fresh, though. Ich weiß, es sieht fresh aus, aber ich möchte das für den Endboss-Fight behalten. Ja, weißt du, vielleicht kannst du die ja reparieren. Ich zieh den Hoodie an. Ja, hab ich auch gemacht. Hat jetzt meine ganze Armor weggebumst, deswegen. Ja, yep, weil wir die Goldrüstung angezogen haben, ist die ganze Armor gebumst. Nevermind, die ist im Inventar. Ach, das... Ja, und ich dachte, das wäre halt das Zusätzliche, was man eingesammelt hat noch. Ich glaube, wir kommen jetzt einfach wirklich aus der Höhle raus, ne? Wir sind literally nur wegen der Goldrüstung gekommen. Wow. Flame. Na, immerhin hat's was gebracht. Oh, hallo. Ich will Dosenöffner. Ach ja, das Team heute erfüllt mich mal wieder ganz viel Freude. Nice, freut mich. Digga, was tötest du da? Ah, nur so ein Doppelkrabbelfiech. Ach geil. Ich liebe Doppelkrabbelfiech. Ah, I'm stuck! Step, Bro. Alter, die scheiß Babys. Ich meinte die Babys hier. Yay, Tauchsession. Ja. Ich glaube, wir sind jetzt wieder bei der ersten Tauchsession, kann das sein? Nein, ich glaube, wir kommen jetzt gleich literally wieder aus der Höhle raus, weil wir die ganze Zeit am Hochklettern sind. Ja, bevor wir werden jetzt von einem Wasserfall ausgespotzt. Jo. Einfach so. Würde ich fühlen. Na. Ich würde es aber auch mal schön finden, wenn vom Tauchanzug das Licht etwas heller wäre, Alter. Siehst du gar nicht. Gar nichts. Gar nichts. Nichts. Gar nichts. Du siehst gar nicht. Ich denke, das muss was Grütze essen. Fix, aber, was sind Leute? Ich hab mal eine Nade Reno. Ach, ich habe ja keine Pfeile mehr. Ah, Herz gemerkt. Alles geil. Warte, da kommt jemand. Was? Nee. Oh. Achso, das ist bei Ralf. Nein, der war literally gerade direkt neben dir, ne? Er stand direkt neben dir, ich hab ihn getötet.
Ja, ich check doch, dass die Waffe leer ist. Lass mich die verfickten mal wechseln. Hab ich meine Shotgun gebindet? Nee, aber die Pist. Job, ich geb dir den Headshot. Oh, ist das wieder so ein Tanky-Dude, oder? Ja, ja, ja. Oh mein Gott, der tankt ja. Der stirbt doch. Okay, he's dead. Damn. God damn. Aber jetzt weiß ich, was Ralf meint, wenn du den versuchst, wenn du den abschießt, du hast das Gefühl, du triffst ihn einfach nicht. Man hört das Licht an, sowas zu machen. Ob es mehr noch so versteckten Stuff wie Goldrüstung gibt? Ja, es gibt auf jeden Fall noch eine Höhle, die wir erkunden können und noch drei grüne Punkte, glaube ich, waren das. Pass auf, jetzt kriegst du sowas wie Goldaxt. Goldaxt, Goldschaufel, goldene Diegel. Diamondschwert. Dann noch so eine goldene Diegel. Würde ich feiern. Also ich weiß, das ist jetzt unpassend zum Stream, aber wir müssen in der GTA-Trilogie Definitive Edition Mythen-Videos machen. Habe ich ja irgendwie schon mal gemacht, aber irgendwann habe ich es eingesehen, dass da halt nichts Neues hinzugefügt wurde, ne? Ja, ich kann mir schon denken, dass es einfach dieselben Mythen sind wie beim normalen GTA San Andreas. Ja, das Einzige, was ich halt nur machen könnte, wäre halt quasi so ein Remake mit mehr Informationen halt zu dem Thema. Aber ob das sinnig ist, weiß ich nicht. Da würde ich, glaube ich, lieber Mythen machen, die ich noch nicht gemacht habe. Yay, Lodge Party! Aber irgendwie geht's da voll schneller runter jetzt gerade. Ne. Wait a minute. Wait a minute. Ich glaube, wir sind gerade im Kreis gelaufen, kann das sein? Nee, nee, nee. Das war ein anderes Rutschen, oder? Ja, wir waren nein, noch... nein. Okay, never mind. Junge, du hast mir einfach den Kopf abgeschossen. Drive-by gegeben, meinst du? Drive-by. Drive-by. Los, Jens, lass abhauen. Oh, ich kann nicht mehr unmenschlich. Was? Stand da unmenschliche Rüstung? Du kannst nicht mehr unmenschlich sein, was? Ey, wer weint hier? Du kannst nicht betragen unheimliche Rüstung. Yo, what the fuck, Alter? Was? Wie unheimliche Rüstung, was? Das stand gerade, ich bin. Die haben wahrscheinlich hier Mutantenrüstung als unheimliche Rüstung, übersetzt beim, bei der Dings. Okay. Oh, aber wir sind ein paar, ich kann euch... Oh, fuck, ich bin zu viel zu treffen. Das sind ein paar viele. Ja. Warte, ich pack kurz die Shoppy aus. Boah! Achtung, Granada. Granada! Oh, oh. Oh, da ist ein Bein geflogen. Oh, das war's schon. Jo. Ist da hinten. Ich tauch mal kurz ab. Er taucht ab. Nichts sehe am Boden. Hier ist nichts. Alles nass und grau. Meine Shotgun ist jetzt leer. Seine Shotgun kam geflogen. Wie ein Astronaut. Genau. Da sind noch mehr Gegner. Die schlagen wir grün und blau. Jetzt gibt's Crossbow Action hier oben, hier unten. Oh, das war ein Headshot. Wie ein Astronaut. He dead. He dead. Ey. Hey, das ist doch einer. Sorry, Mjörnl. Komm, lass dich skinnen, was Alter. Was ist denn hier links? Los. Ja, hier ist noch was. Hier ist noch so ein... Du kannst dich betragen. Unheimliche Rüstung. Ich höre... Ah. Was? Hi. Hi. Was ist das hier? Digga. Water. Ja, aber... Wo geht's denn hier raus? Bin ich so confused. Digga. Digga, ich hab schon wieder Durst, Alter. Komm. Leute, no, jetzt will ich daraus eine Parodie-Cover machen. Nice. Danke für die Antwort. Kein Problem, Mentos. Ein Sons of the Prowess Parodie-Song als Special zu eurem Let's Play. Ah, ich würde es feiern. Auf dem Weg zurück. Ja, das stimmt. Stimmt. Ich würde es feiern, so ein Parodie-Song. Oh ja. Hier ist ein Sofa, hier ist ein Couch. Hier ist eine Couch? Hier ist eine Couch. Hier ist Loot. Loot und Couch. Was willst du mehr haben?
Ja. Digga, wo zum Fick sind wir jetzt? Okay, jetzt kommt in einer Höhle. Ja, aber wo? Das finden wir jetzt heraus. Oh. Couches. Wo zum Fick sind wir? Warte. Map. Ach lol, hier sind wir. Ach lol, ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Da ich noch in der Höhle bin. Oha, wir sind am anderen Ende der Map wieder rausgekommen, da wo wir angefangen haben. Bruh. Oh wow, jetzt müssen wir wieder den ganzen Weg außen rumlaufen. Jesus. Ja, ich weiß, ich... Ja, ich hab's gesehen. Alter, ja. Ich würde einfach sagen, scheiß auf die, wir laufen einfach. Ha. Wir sind halt literally echt am anderen Ende der Welt. Ja, wir haben dort angefangen, wo Dings. Also, wir starten gerade da, wo wir angefangen haben. Weil Calvin ist direkt hinter uns. Und ich habe ihm ja gesagt, dass er dort warten soll. Wow. Ah. Wow. Und Virginia ist auch in der Mitte der Map. Aber hey, durch die Goldrüstung wird mir auch nicht kalt, ne? Was? Die Goldrüstung hält dich warm? Also ich habe hier keine Anzeige mit dir, ist kalt. Was? Es ergibt literally einfach gar keinen Sinn. Durch eine Rüstung müsstest du ja eigentlich kälter werden. Ja. Keine Ahnung. Also keine Ahnung, wenn du so einen fucking Neoprenanzug anhättest oder so, das wird dich wahrscheinlich vielleicht eher warm halten. Aber mir ist nicht kalt. Hm. Well, that's weird. Hast du eigentlich bei deiner Rüstung schon ein bisschen was an Verteidigung verloren? Nein. Ehrlich? Ich habe auch keinen Schaden seitdem genommen. Ja gut. Was halt voll untypisch für mich ist, weil ich immer die Person mit die immer reinrennt. Ja, ich habe halt das Gefühl, dass wenn die Goldrüstung genug Schaden bekommen hat und die kaputt ist, dann ist sie kaputt, ne? Kannst du die nicht mehr wieder reparieren. Kann sein. Entweder ist sie dann kaputt und du musst sie dir am Altar wieder neu abholen. Oder du musst, Ja. Oder du kannst sie reparieren. Oder sie ist halt komplett am Arsch. Ich glaub, die ist eher gesagt komplett am Arsch dann. Er hat eine Rettungsdecke in der Rüstung angebaut. Ui, ein bisschen weiter oben sind wir schon hier, wa? Ui, oh mein Gott. Ui. Vorsicht, ich will Schlitten fahren. Unten. Ich bin einfach am Ende der Map wieder rausgekommen. Das ist so RIP. Alter. Aber die Höhle war bis jetzt die größte Höhle, ne? Ja, im Moment schon. Bist du ein Baum, Alter? Der Baum sah gerade so weird aus. Ja, dann gehen wir da, wo der Höhleneingang ist, gleich zu dem grünen Punkt, ja. Würde ich sagen, oder? Da okay. Schlagen wir dann auch mal erstmal ein Lager erstmal auf. Yes. Und ja, tu nochmal speichern, yes, schlafen. Yes. Habt ihr euch auf Instagram zufällig angeguckt, was ich euch geschickt habe? Nee, noch nicht. Noch nicht, ne. Müsst ihr euch später anschauen. Oh, ich hab Hunger in real life. Ich hab auch Hunger. Ich hab vorhin Salat gegessen. Wir haben noch nichts gegessen. Ja, ich hab in einen Salat reingepfiffen. Ich hab noch Nudelsalat im Kühlschrank. Nudelsalat. Morgen aber selbst gemacht, das schmeckt eh besser. Das stimmt. Morgen haben actually die Geschäfte geschlossen, ne? Ich weiß. Am Samstag haben die wieder geöffnet und dann wieder zwei Tage zu. Ich muss morgen trotzdem arbeiten. Me too. Same. Hey, immerhin ist Feiertagszuschlag. Yay. Aber da ich morgen eine Nachtschicht habe, kriege ich nur 2 Stunden Feiertagszuschlag. Yay! Da ich morgen eine Spätschicht habe, kriege ich den ganzen Tag Feiertagszuschlag. Yay! Dafür habe ich Ostermontag Frühschicht. Ich glaub, dafür kriege ich da auch nochmal 8 Stunden Feiertag. Ha? Schlitten fahren. Nein! I'm gonna do it. Ralf, warte! Oh mein Gott! Ich bin runtergefallen!
Shit. Bist du down? Oh, ich hab's überlebt. Ich bin oben im Wasser. Ehrlich jetzt? Du hast es überlebt? Ja, es war zu gut. Oh! Warte mal. Boah, das klang gerade so creepy, Alter. Ja, das hat Spaß gemacht, not gonna lie. Oha, du bist da ganz unten. Jesus. Oh, well, Schlitten. Well, wenn du es gemacht hast, dann mach ich es auch. Ich kann meinen Schlitten nicht auspacken. Ich mach... Oh! 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 Oh mein Gott, ich kann meinen Schlitten nicht auspacken. Ich kann auch meine Rüstung nicht ablegen. Digga, man überlebt es einfach wirklich actually, Alter. Holy shit. Ohne Probleme tatsächlich. Ja. Ich kann meinen Schlitten nicht auspacken, ich kann meine Rüstung nicht ablegen. Hä? Was ist auf einmal los mit meinem Inventar? Digga, wie schaffst du es eigentlich immer, das so zu verbuggen? Keine Ahnung, ich kann's nicht mit dem Cursor anvisieren. Im Menü. Einige Sachen kann ich irgendwie, ich kann zum Beispiel auch das GPS-Modul nicht mehr mit dem Cursor anvisieren. Reconnecte dich. Ja, ist halt scheiße, weil ich speichern muss. Hä, aber wenn du warte mal. Wenn ich jetzt gehe, dann ist mein Progress verloren. Well, that's not good. Na gut. Dann muss ich dann machen wir hier halt eine kurze Zwischenspeicherstation, ganz einfach. Dann muss ich einfach mal ganz kurz den Berg so ein bisschen langsam runterkrabbeln. So, ich habe hier mal ein Dings gemacht. Oh, okay, das war zu, ich bin tot. Was? Ja. Nein. Hm? Jens ist down. Und respawn einfach jetzt. Du verlierst zwar ein paar Sachen, aber. Aber wo wird er dann nicht mehr hoch? Keine Ahnung, aber wir kommen da nicht hoch. Ich sagte ja, wo ich respawned werde, beim letzten Mal, wo wir geschlafen haben. Nein! Nein, ja, glaube ich nicht. Nein, doch. Doch, er wird da wisst doch. Ja, aber selbst da ist doch okay. Ist doch um die Ecke doch, gleich. Ja, doch, eigentlich lohnt sich das für dich. Du hast dann. Oder die Mutanten nehme ich mit und ich bin wieder random in irgendeiner Höhle. Herrlich. Oder irgendwo. Ja, nein, das sehe ich gleich. Ja. Ah ja, ich bin. Oh nice, Sayu. Freut mich. Sehr schön. Ah jo, ich bin irgendwo an einem Holzpfahl aufgehangen. Ich seh's gerade, du bist da rechts. Warte, ich komm. Du bist direkt literally neben uns. Ich komm mal runter. Scheiße, hätte ich mich jetzt nicht befreit, hättest du sehen müssen, wie es ausgesehen hätte. Bruder, dann befreie dich doch nicht. Too late. Jens, ich komme. Ich hab gar nicht so viele Sachen verloren. Wo warst du aufgehangen denn? Hier, da wo du standest, da war ein Holzpfahl. Oh. Der ist immer verschwunden, als ich mich abgemacht habe. Okay. Ja, lass mal zu Reibhof und schlafen gehen. Oh, warte mal, hier sind Beeren. Mh. Mh, Guanasamen. Hab ich immer noch Taucherrüstungen? Hä? Ich glaube, ich habe immer noch Taucherrüstungen. Aber meine Goldrüstung hat keinen Schaden gekriegt beim Sturz. Du musst gleich sagen, ob du wirklich weiterhin Schaden bekommst oder nicht. Wenn nicht, dann lohnt sich das eigentlich mit der Goldrüstung. Die ganze Zeit anzuhaben. Schaden bekommen? Also wenn es ob ich beim Schaden meine Rüstung verliere. Das meintest du, oder? Ja. Also ob deine Rüstung Schaden nimmt. Auf was für eine Position hast du dich beworben, wenn ich fragen darf? Ja, würde mich auch interessieren, Sayuk. So, Räuber, wir sind vollzählig. Let's go. Let's go. Noch kurz speichern und dann muss ich zurück. Und essen, trinken. Was wir nicht hier machen können. Oh. Oh, da kommt wer gegen Besuch. Hallo, bleib stehen. Alter, da rennt zu viel. Der klettert auf den Baum. Runter vom Baum. Ah, ich hab ihn runtergeschossen. Anti-Stat. Hallo, ich will meinen Fall hier haben. Ey, in 4 Stunden ist das nächste Update. Was? Von The Sons of the Forest. Als Bedienung im Apfelweinhaus. Hab letztes Jahr auch mit. Oh! Als Bedienung im Apfelweinhaus. Das hört sich nice an. Boah, auf so einen Apfelwein hätte ich jetzt auch Bock. Hatte ich heute gehabt. Ja, ich habe hier Energy Beer. Ich hab hier. Wo ist Jens? Hier.
Ah. Ja, jetzt kann ich meine Sachen alle wieder auswählen. Ja, mein Interface war einfach nur buggy. Erstmal alles runterspülen hier. Ich muss mehr trinken. Apfelwein ist mega geil. Da ist Arthur. Yes. Wie du aussiehst. wie so ein... keine Ahnung. Wie so ein Klumpen Fleisch einfach, was du laufen kannst. Wie so ein Klumpen Fleisch. Wow. Auf jeden Fall viel Erfolg, Sayo. Ja, viel Erfolg. Ich muss kurz an dem Fluss was trinken. Beim Fluss kann man nichts trinken. Geh auf! Hast du keine Trinkflasche? Ich hab Energy. Doch, warte mal, ich hab doch eine Trinkflasche. Hast du noch eine Trinkflasche geprintet oder nicht? Trinken. Weil ich glaube hier ist leer. Wow. Ja, das nächste, weil wir irgendwo an einem nicht zugefrorenen Fluss rankommen. Oh ja, zum Beispiel actually da hinten. Hier ist ein Fluss, der einfach runterfließt, aber es sieht mega verbuggt aus, weil das der Teil ist eingefroren und der Teil einfach nicht. Weil hier das Wasser so runterfließt. Wow. Ja, es fließt halt mitten ins gefrorene Wasser rauf. Ja. Sieht halt echt weird aus. So, dann muss ich das mal. Ich fülle mal kurz meine Flasche auf hier, wenn ich schon mal hier bin. Aber ich kann den nicht. Oh doch, jetzt kann ich trinken. Die Schwarzwälder Quellen. Und Hunger habe ich auch noch. Na sowas ab. Ausrüsten. Ist das jetzt Vollzeit? Ist das Teilzeit oder was ist das denn jetzt, Sayo, denn? Was du dich da jetzt beworben hast. Ich bin auch ein richtiger Apfelwein-Genießer geworden. Ich trinke ja nämlich gar kein Bier, sondern Apfelwein ist mega geil. Ja, fühle ich. Ach komm, ich crack mal ein paar Austern. Außer Fabulous Energy ist auch geil. Ja, ja, da Mischbier gibt es tatsächlich Ausnahmen, ja. Was meinst du, was ich gerade trinke? Mischbier. Bei Austern geben so wenig Dings. So wenig Essen. Ehrlich? Ja. Ich habe 2 Austern gegessen, bei mir ist gerade mal ein Punkt erschienen. Mhm. Das da geben sogar die Energieregel mehr. Das wäre Teilzeit, also Mini. Warte. Ist das Teilzeit oder Minijob? Das ist beides was komplett unterschiedlich ist. Ich habe hier noch ein Speckstück. Es gibt Teilzeit und es gibt Minijob. Es ist nicht dasselbe. Baum. Ja, Dominik, Vollmilch. Baum. Vollmilch ist geil. Hä? Über Milch beschwere ich mich nicht. Nein, mein Pfeil. Kommst du jetzt auf Vollmilch? Ja, weil Dominik geschrieben hat, dass Vollmilch immer noch hands down beste ist. Ah, und? Well, ich glaube, ich hätte hier nicht nach unten gehen sollen. Ich komme literally nicht mehr durch hoch hier. Nein. Ich hätte nicht gedacht, dass... aber hier sieht es unten mega schön aus. Soll ich mal runterkommen? Nein, du kannst aber ziemlich gut klettern hier. Ja. Well, ich finde hier tatsächlich keinen Weg nach oben, wo ich klettern kann. Naja, aber ich glaube, da hinten kann ich halt wieder. Ja, davor vor mir ist so ein Weg, da kann ich wieder hoch. Naja. Dann spaziere ich in der Wüste. Ach, Wüste. Am Strand entlang. Herzlichen Glückwunsch, Sie sind ein Retard. Das hier ist nicht Gerudo. Ja, hier unten sind überall diese Buschmenschen am Chillen und trinken vom Salzwasser. Stupid Idiots. Stupid Idiot. Es könnte aber noch tatsächlich Süßwasser sein da unten. Sure? Nein, das ist Salzwasser. Echt? Yep, das ist das Salzwasser. Widerlich. Digga, trink doch nicht am Lenz? Ach so. Ja? Oh. Ich hab irgendeinen Step hinter mir gehört und dachte, das wirst du, weil du auf der Karte direkt hinter mir angezeigt wirst. Die Wellen sehen so realistisch aus, finde ich auch. Warte, ich hock mich mal kurz hin und wir warten, bis so eine Welle kommt. Was natürlich jetzt nicht kommt. Wow, ehrlich jetzt? Das sieht schön aus, ne? Wow. Wenn man alles auf Full Ultra hat hier, sieht schon sexy aus. Ja. Alter, diese Berge. Bergcliff sieht einfach so geil aus.
von meiner Perspektive was gerade. Geht, was geht. Aber ich denke, es ist ein Minijob. Ach so, okay. Also 450 Euro. Nee, warte. Minijob ist ja jetzt erhöht worden, oder? Vom Gehalt, oder? Minijob? Weiß ich nicht. Ich glaube, das ist nicht mal 450 Euro. Dann, ich glaube, 500 Euro. Irgendwas mit 500, glaube ich, war das. 520 hin. I don't know. Oh nein. Oh nein. Nein. Oh nein, Ralf. What you doing? No. Ja gut, Sayo, ne? Wenn du es so siehst, dann arbeitet eigentlich 80% der Menschheit alles in Vollzeit, ne? Das heißt 8 Stunden in der Woche von Montag bis Freitag und wenn es gut geht, halt Wochenende mal frei, ne? Das ist halt so how life works. Vorausgesetzt, man wohnt natürlich alleine und muss Miete bezahlen und so. Ja, das ist schon scheiße. Ohne Scheiße, ich glaube bisher noch nie keine besseren Wellen gesehen. Ja, muss ich ehrlich sagen, die Wellen hier in dem Game sehen echt schön aus. Oder man arbeitet gar nicht wie ich aktuell. Ja gut, das könnte ich mir jetzt nicht erlauben. Ja, nein. Keine Ahnung, mir wäre da viel zu langweilig. Aber du könntest das doch. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist jetzt, wenn du jetzt nicht arbeiten würdest, ne? Ja, ne? Ja. Könntest du es überlegen? No money. No money. Also sagen wir es so, ich hätte jetzt genug Geld, damit ich jetzt 5 Jahre lang nicht arbeiten müsste. 5 Jahre? Sagen wir mal so. Digga, wie viel Geld hast du? Bist du ein Rich Kid? Sagen wir mal so, okay? Ich habe nicht gesagt, dass ich das Geld habe. Ich stell dir mal vor. Stell mir vor, ich hätte genug Geld, dass ich jetzt 5 Jahre nicht arbeiten müsste. Stell dir mal vor, ich wäre Millionär, Digga. Digga, ich könnte auch kostenlos auf ewig leben, wenn ich unter der Brücke gehe. Ja. Aber ganz ehrlich, mir wäre da so rotze langweilig. Digga, du redest einfach so wie so ein 0815 Milliardär. Nee. Also mir wäre nicht langweilig. Ganz ehrlich, es gibt viele Hobbys, die man machen kann. Ja, man kann kreativ sich aussuchen. Man kann das anfangen, das anfangen, das anfangen. Ich würde nur noch an dem Game entwickeln. Ich weiß, wie es bei mir am Alltag. Ich weiß, wie mein Alltag ausschauen würde. Ich würde wahrscheinlich bis 5, 6, 7, 8 Uhr morgens zocken. Dann würde ich mich pennen legen, dann würde ich wahrscheinlich bis 17 Uhr schlafen. Und dann eine halbe Stunde auf dem Balkon chillen und die Sonne höchstens genießen und mir dabei dann rauchen oder so. Bis ich dann wieder nochmal ins Bett gehe und Netflix schaue. Oh, das ist eine Höhle, by the way, ne? Was, ehrlich? Oder Jens, du hörst dich so an wie so ein fucking CEO, der eine Firma gestartet hat, 15 Jahre gearbeitet hat, die Firma läuft und dann kannst du dich einfach zur Ruhe setzen. Ja. So hörst du dich an. Oh, hi. Ist ein paar Gegner. Ist das schlecht? Digga, von wo hast du das Geld? Tja. Und jetzt komm nicht an mit Erbe. Onlyfans. Onlyfans. Wahrscheinlich. So traurig es auch anhört, du könntest wirklich literally vielleicht ein Jahr lang wirklich ein Onlyfans so komplett durchziehen, dann könntest du 2 Jahre lang chillen. Ja, weil die Leute, ja, Sex sells, die Leute sind willig, wirklich Geld auszugeben, um leicht bekleidete, wenn sogar Nacktbilder von Frauen zu sehen. Also ich nur Frauen. Bisschen, großteilig Frauen. Die müsste sich ein Side-Hustle aufbauen, dann klappt das, ja. Oh, scheiße. Und keine Ahnung, wenn man aber eigentlich schon so weit abgestiegen ist, dass man seinen Körper fürs Internet hergibt, keine Ahnung, finde ich irgendwie... Muss ich sein. Mhm. J4 jetzt hat so 3 Kisten zu Ende. Oh, that looks like... Shorty it is, I guess. Was ist hier? Da hinten? Nichts? Bunker. Doch? Nein, das ist nichts. Nein, Steine. Runter da hoch. Ja, mal runter. Runter. Wir gehen immer runter. Ja, Keycard, wir gehen hoch. Okay. Oh, ich kann's aufmachen. Ja, du sollst ja noch aufmachen. Ja, warte. Aber unten, geht es bestimmt safe nicht weiter. Okay. Oh doch, unten geht's weiter. Okay, oben ist nix. Oben ist nix, gut. Wir gehen runter. Nein, ich will jetzt aber oben. Oh wow. Kannst ja hochgehen, dann können wir. Hat der Dude irgendwas? Nein. Nö. Hat die Mülltonne irgendwas? Nein. Ich hör böse Dinge. Ganz böse. Ich hör Babys. Okay, ich glaube, die Tür ist gefährlich. Machen wir die Tür auf. Lass ihn mal runtergehen, lass ihn mal runter. Ich mach die Tür. Oh! Hier ist jemand am Ballern, Leute! Hier ist ein Story-Event. Naja, komm rein, schnell! Leute, hier ist irgendwo ein anderer Dude, der am Ballern ist. Naja, ich hab Cutscene gerade. Ja, ich auch. So. Get down, oh mein Gott, da ist ein zweiter Dude aufgetaucht.
Oh shit, er packt die Shotgun raus. Und hieß. Er hat ihn abgeschossen. Oh, was sind das denn für Leute? Oh, es was ist das? Was passiert hier? Oh, he dead. Well, that's not what I expected. Alter, hier waren einfach andere Dudes und dann ist auf einmal ein anderer Dude erschienen und wir können nicht mehr zurück. Und ich bin gegessen worden. Warte, sind unsere Waffen kaputt? Nee. Nein, das wär schon kacke. Well, das war ein. Wir können echt zurück. Wir können doch zurück. Vorsicht, da ist ein großes Vieh. Nein, ich hab noch einen Nade schon. Well, das ist nicht, was ich expected habe hier. Wir können nicht mehr zurück. Oh doch, wir können zurück. Es sieht mir jetzt aber verdammt nochmal nach dem Endboss aus. Leute, wir können bald zurück, ne? Ja, haben wir schon gecheckt. Achso. Weil ich das verstanden habe, wir können nicht zurück, okay. Mir hat mein Kumpel Spaß angeboten, ich könnte einen OnlyFans für Phoenix machen. Oh Junge, jetzt geht das wieder los. Es gibt Leute, die kaufen sich das. Ja. Aber so ein OnlyFans oder Vorfans-Account machen? So traurig ist das Ding, man kann wirklich damit echt viel Geld machen. Ich will quasi, jetzt alles, was böse klingen oder so. Ja? Flashlight-Attachment, hui. Was? Aber als V hast du halt deutlich mehr Chancen. Ja, ist so. Yep. Es sei denn, du bist ein Mann mit ziemlich weiblichen Füßen. Oder du bist ein ziemlich muskulöser Mann mit geilen Füßen oder Händen. Es ist halt leider die Wahrheit, dass es zu viele notgeile Säcke da draußen gibt. True. Man kann auch getragene Socken oder Unterwäsche verkaufen. Ich meine nur, oh mein Gott. Gut, aber wer sich das kauft, der ist schon irgendwie, keine Ahnung, weird. Wenn man es nötig hat. Theoretisch gesehen könntest du das schon faken. Kaufst du ja irgendwelche Tankas so als Dude, Digga, furzt die mal ein bisschen voll und verkaufst. Ah, beim Company. Aua. Oh hi. Was ist das für ein Geräusch? Oh mein Gott, ihr habt den Kopf einfach weggeschossen. Alter, wie viele Dokumente sind hier? Safe in Cube. Aha. Warte, ich sehe nichts wegen der Flashlight. Was steht da? Further studies show that our hypothesis may be correct and that the subject in question are safe inside the cube. What for a cube? Genau. Ach, scheiße. Das mit dem Skinnen ist so buggy noch. Also, ich bin notgeil, aber nicht notgeil. Wait. What? Habt ihr die 9mm hier im Schrank aufgehoben? Ja. Okay. Was haben wir jetzt eigentlich für eine Taschenlampenvorrichtung bekommen hier? Au. Wow. Taschenlampen. Jens wurde von den Babys gedownt. Ich achte nie auf meine Lebensleiste. Das sollte ich echt mal ändern. Jens? Ja? Warum, wo bist du hin? Hä? Warum bin ich dead? Was? Warum bin ich wieder komplett dead? You're dead? What the fuck? Where am I? Bin ich im Eis? Was? Digga, Leute, was passiert da bei euch? Ich bin hier gerade noch am Basteln. Ekelhaft. Ein Golfschläger. Boah, da wird mir schon fast schlecht. Ekelhaft und lukrativ. Ja, das stimmt. So traurig es auch klingt. Aber... Wenn man nicht dumm ist, dann schießt man einfach keine Fotos von sich selber quasi so, ne? Dass man halt ist das so. Gesicht nicht und so sieht. Weil dann, wenn es halt nur Socken, Unterwäsche oder Füße sind, dann... Ja, gibt halt viele Füße und Unterwäsche und so in dieser Welt. Ja. Was bist du denn? Oh, das ist ein Golfball! Hey Ralf, ich hab einen Golfball gefunden. Ja, ich hab einen Golfschläger. Digga, was geht bei euch ab? Sag mal, wo hast du Golfschläger her? Ah, Leute, steckt hier einfach. Jetzt können wir golfen. Ich frag mich nur, wo der ist. Im Inventar. Direkt bei der Schaufel. Oh, okay. Der Putter. Oh, hier liegen überall viele Golfbälle, Alter. Nein, sag mir nicht, man kann jetzt mit dem Golfschläger... ...schlagen? So wie bei der... Wo ist der Golfschläger? Doch, das geht! Ehrlich? Halt mal linksklick mit dem Golfschläger. Hank, good news, we have managed to find both the clubs and the golf balls. We want to thank you for all your help. Ja, alles klar. Miles Goldstein.
Ach, den kann man hier drucken oder was? Nein, den findest du in der Leiche. In der Leiche? Welche Leiche? Ach, da. Und direkt in der Mitte des Raumes. Zahlenübersetzung. Oh! Damit kann man das übersetzen. Wahrscheinlich für ein Keypad. Sehr gut, sehr gut, sehr nice. Dann nicht alles gleichzeitig montiert, ja. Jetzt wird. Nein, du schiebst meinen Stuhl weg! Ich wollte den Stuhl gerade mit dem Röhrschläger schlagen. Kommt ihr? Ja, warte. Ja, ich mach mir noch. Ich will mir noch ein paar Pfeile machen. Ich möchte mir auch mal kurz den Golfschläger angucken. Du musst dann auf den Boden gucken und dann Linksklick gedrückt halten. Auf den Boden gucken und Linksklick gedrückt halten? LOL. Wow. Ich frage mich, ob man die Köpfe abschlagen kann damit. Ich frage mich, ob man mit den Golfbällen wirklich diese Leute so abballern kann. Safe. Wie viel Schaden macht eigentlich der Golfschläger? Ja. Nein. Oh, ich kann nicht Schaden mehr tragen. 3D gedruckte auf jeden Fall Pfeile. Nicht so gut. Hey, wo sind denn meine 3D gedruckten Pfeile? Wo sind die im Inventar? Über den normalen. Im Koffer mit der Pistole. Im Koffer mit der Pistole? Ach da, lol. Ich mach mir auch kurz ein paar Pfeile. Ist das denn nicht Abby's Golfschläger aus The Last of Us 2? Ich habe actually Last of Us 2 noch nicht gespielt. Ich wollte es aber noch spielen. Ich habe Last of Us 1 angefangen auf PC. Oh. Hast du aber das noch nie gezockt auf der Playstation? Ach ne, hast du ja noch nie eine Playstation gehabt, oder? Hä? Ach doch. Aber die 3D-gedruckten Pfeile kannst du nicht auf den Compound-Bogen drauf, oder? Was? Wirst du doch eigentlich. Oh. Hä, wieso macht er das dann nicht? Doch, muss nach unten schauen und R drücken. Ah, okay, lol. Okay, sag das. Ich dachte, es mit einem 3D-gedruckten Fallen wäre ein Witz. Nein, ist es nicht. Wenn das Material stimmt, dann ballern die auf jeden Fall rein. So, Leute, ihr wisst Bescheid. Onlyfans von Arthur confirmed. Lass zusammen Onlyfans machen. Was? Na, zu dritt machen. Ein Trio. Ja, Mann. Was zu dritt? Der Onlyfans-Squad. Wir machen einfach ein Onlyfans namens Bros of the Forest, wo wir einfach im Wald halbnackt chillen. Ja. Warte mal, ich hab noch meinen Fuchs-Hoodie, den kann ich nebenbei noch anziehen. Oh mein Gott. Oh, Mann. Alter, was passiert bei euch da unten? Warte, was? Digga, der hat einfach um die Corner gechillt. I'm getting your ass. Digga, der hat einfach um die Corner gechillt. Und ich mich versah, war ich dead. Ich hast du mich doch wegrennen sehen, oder nicht? Nein, hab ich nicht. Oh, was ist das denn hier? Ah, ein Schädel. Table. Gibt's mal Slug Ammo? Schrottflinten Aufsatz. Ist aber literally der gleiche Aufsatz wieder. Schädel in der Mikrowelle. Gibt's ja auch nicht. Gott, bitte nicht, dann deponiere ich. Nein, gut, das war ein Witz. Es sei denn, Spaß. Ihr werdet von Babys verfolgt. Nein. Aha. One is dead. Oh mein Gott. Was denn? Ich hab einen Katana. Oh mein Gott. Der Katana war bei The Force war auch schon mega sick. Ich bin glücklich. Geil. Ich bin ich, same. Ich auch. Oh, was ist denn hier? Lederanzug. Was, Leder? Was, Lederanzug? Ja, das ist im Kleiderschrank. Ah ja. Cool. Krass. Ui. Nice. Was ist. Digga, endlich mal ein Katana, Alter. Geil. Ja, Mann. Wie viel Schaden macht das? Wo ist das? Wo ist Katana? Im Inventar. I don't see the Katana. Katana ist. Ja, direkt neben dem Golfschläger. Direkt neben dem Golfschläger. Ah, da. Wie viel Schaden macht er? Oh, okay, der macht Schaden. Was? Ja. Story-Element? Und Jens, was hast du so Feines hier gefunden? Geld und Armbanduhren.
Was hier? What will you do if there was a child right in front of you? Warte, shoot the with the crossbow. Oh, was ist bei der Aufnahme? Ah, das ist live. Ist das Kelvin? Nein, es ist nicht Kelvin. Do you want to make this change? Soll ich entsperren? Achso, dann können wir den Dude hier aufsperren. I guess, kann ich machen? I guess we do that. Mach. Okay. Aber ich glaube, jeder muss das einzeln nochmal aufmachen. Ralf? Hab ich schon. Ach, hast du schon. Achso, aufsperren? Warte mal, was? Ja, den Dude hier aufsperren, die Tür aufmachen für ihn. Kannst du hier oben am PC machen. Ja, bei der Live-Kamera. Ja. For real? Ja, jeder muss das selber halt nochmal aufmachen. Ja, hab ich schon. Achso. Ja. Oh Gott! Junge! Alter! Oh, hi! Boah, die Hammer geht ja ab! Bett geflogen, Alter! Ich hab ihn in die Wand gebackt! Warte, ich will ihn! Oh, man kann ihn noch skinnen! Oh, ich skinne ihn in der Luft! Warte, ich will auch! Yay! Ja. Weiter geht's, hui! Oh, jetzt wird's langsam. Okay, jetzt sind wir unten. Gleich passiert was, Leute, guckt. Dann hättest du noch keine Keycard. Ja. Oh, nee. Oh, warte, hier kann man noch rein. Stuhl! Hut! Oh, was? Buch? Tiefschlaf? Deep Sleep? Well, I don't want to deep sleep. Hallo, pack. Leute, warum hab ich auf einmal das Geräusch von der Fledermaus gehört? Pack doch das scheiß Buch jetzt weg. Ich will's nicht. Ich will das Buch nicht mehr lesen. Goldmaske erhalten. Habt ihr die Goldmaske auch? Welche Goldmaske? Ah, die liegt hier. Goldmaske, die hier auf dem Ding liegt. Ja. Oh, das sind die Originale jetzt dann, oder was? Hallo, pack das scheiß Buch weg. Es gab ja diese Leute, die diese Goldmaske auf hatten. Vielleicht ist das halt so dieses High-Tier-Maske. Darf ich mein Katana wieder haben? Lest das Buch quasi. Wo ist das Buch? Das muss ja irgendwo im Inventar sein. Wo ist das Buch? Da ist das Buch. Was haben wir hier? Oh, Medic. Buch Tiefschlaf. Kann ich das jetzt lesen? Oder ist es einfach nur so ein Dingen? Lest das Buch, es wird dich verändern. Man kann nicht damit interagieren. Er schaut sich einfach nur das Buch an, that's it. Crunchy, crunchy. Hey, wer hat die Box ausgemacht? Oh, ich muss was essen. Stimmt, ich habe auch noch Crunchy Munchies. Jo. Was? Muss mal Pipi. Aber meine Goldrüstung hat tatsächlich keinen Schaden genommen. Ehrlich nicht? Nee. Intense Sword Fight. Das hört sich sonst auf die auf Japanisch reden würden die ganze Zeit. Der hat hier in Wuhan gelandet. Das ist stupid. Oh Mann, wie das? Weil wir Langeweile haben. Warte mal kurz, ich muss mal kurz meine Flasche öffnen. Mann, dieser Falk wird noch ein paar Folgen anhalten. Das ist wie bei Dragon Ball. Der Falk wird erstmal 50 Folgen dauern. Also lass uns mal den Ralf hinstellen, das machen. Oh, hi. Ja, Mann. Und? Habt ihr noch was gefunden? Nee. Nein. Ja, ihr habt komische Zuckungen, oder? Schon so ein bisschen, ne? A little bit.
A little bit? Dann ist einfach Dragon Ball Remaster. Irgendwie riecht es schon wieder nach Ende schon. Yep. Also das hier schon alleine eine Cutscene da war es schon. Oder es war einfach eine Cutscene, die das geteasert hat. Oh, ja. Mein Gott. Weil ich glaube, actually that's it. Wir haben die Katana und jetzt kommen wir wieder raus. Jo. Ja, das war einfach nur ein kurzes Story-Element. Da war auf jeden Fall ein Dude, da waren zwei Dudes, die haben das Viech. Sind ziemlich gleich da. Wir haben die zwei Dudes haben auf jeden Fall dieses Viech da besiegt. Und dann sind da andere Dudes gespawnt, die dann den Dude abgeschossen haben. Das fasst gut zusammen. Ach ja, meine Goldrüstung hat keinen Schaden bekommen, Ralf, ne? Das heißt, die Goldrüstung ist einfach wirklich OP as fuck. Oder dir einfach nur eine sehr, sehr harte Abwehr. Also sehr, sehr harte Dings da. You know what? Ich zieh's auch an. Aber die hat irgendwie gar keine Stats, steht da. Du siehst diesen gelben Balken neben deinem Lebensbalken. Das ist die Verteidigung. Ja, aber die hat keine Stats. So, wenn du rüber hast. Ach ja, stimmt. Ja, Mutantenrüstung hat auch keine Stats. Well, ich bin nur glücklich, dass wir die Katana haben. Jupp. Kurz. Fein. Also Dudes schießen Dinge, dann kommen Dudes und schießen Dudes. Dann kommen Dinge und schlägt dich ab. Hä? Also, da war auf jeden Fall kein Ding, was dich abgeschleckt hat. Da war ein Ding, das die Hand auf dein Gesicht gelegt hat. Du bist ohnmächtig geworden. Dann gehen wir unten am Strand da jetzt, oder was? Yes. Und dann. So nach dem Motto, sprich mit der Hand, oder was? Genau. Und das sind die letzten zwei grünen Punkte, ne? Dann haben wir noch eine Höhle da oben auf dem Berg und that's it. Dann haben wir alles. Mhm. Easy. Arthur. Ja. Wir müssen noch Dings kaufen. Was? Dings? Borderlands. Stimmt. Oh, hier ist ein bisschen. Ui. Welches Borderlands? Eins. Den ersten Teil. Weil den ersten Teil habe ich actually noch nie gespielt. Same. Ich habe nur Borderlands 2 gespielt und das war noch mit Arthur. Ja, das ist. Ich habe Borderlands 2 und Pre-Sequel habe ich auch nur ein bisschen gespielt. Und tschüss, Ralf. Weißt du noch, wo wir damals Borderlands 2 streamen wollten? Weißt du noch, wo wir damals Borderlands 2 gestreamt haben? Ja. Und wir nur einen Part gemacht haben, bis wir zu Sanctuary angekommen. Digga, Borderlands ist halt so, oh mein Gott. Ich und Arthur haben eine geile Idee bekommen, was wir machen. Ich weiß nicht, ob wir es spoilern sollen, aber... Oh. Ich kann nicht aufhören. Ich kann nicht anhalten. Steig aus. Oh. Ich kann nicht aussteigen. Doch, jetzt. Ich bin im Baum. Oh, ich fahr ganz gut runter gerade. Nein, ich... Irgendwas ist hinter mir. Ah, irgendwas ist hinter mir. Ich hab ne Tussi gehört. Virginia ist bei uns gerade gespawnt, actually. Ich hab grad gesehen, wie Virginia bei mir gespawnt ist. Das ist keine Virginia bei mir. Das ist ein Golden Mask Dude. Gold Mask Dude? He dead. Doch, das sind 1, 2, 3, 4, 5. Ich mach euch alle nass, komm her. Ich mach euch alle nass. Na komm. Da gehe ich auch mal ran. Hauen sie ab oder was? Ja, habe ich hinter mir gerade Steps gehört? Ach komm, das war langweilig. Nochmal, hui. Well, Ralf hat ihn getroffen. Oh, he's still alive? Ich komme! Das ist mal weggebounced. Und tschüss, der Fluss nimmt ihn mit. Hui! Ich hab kurz Massaker veranstaltet. Hey, er hat mein Ding gebremst. Meine Schlittenfahrt. Was macht Calvin eigentlich? Chillt er immer noch hinten? Ja, ich glaube schon. Ja, Calvin ist immer noch da hinten. Virginias Marker hat sich auch wieder verzweifacht bei mir. Bei mir nicht. Nee, bei mir ist er nur einmal da. Virginia ist noch direkt hinter uns. Erlaubt, wahrscheinlich deswegen. Oh, hier unten ist ein Beach. Feindliches Dorf. Lager. Aber hinter dir! Oh mein Gott! Du weg im Bodycheck? Ach du Scheiße, ich hab den literally nicht gehört. Oh hi. Slice him up. Willst du mir Aloe Vera geben? Danke.
Vorsicht, da kommen noch welche. Oh, Virginia wird angegriffen. Hallo, schlag Virginia nicht. Was ist los mit dir, du? Ja, ist gerade ein bisschen intens. Warte mal, ich helfe Virginia kurz hoch. Wait, you're not dead? Now you're dead. Digga, die greifen alle, die greifen Virginia an. Alter, wie viele sind hier? Vorsicht, drei hinter dir. Wir mördern die hier noch richtig. Oh ja. Weißt du, da läuft jemand weg. Und da läuft noch jemand weg. Haben die jetzt Schiss bekommen, wa? Klar. Well, I guess wir haben deren Heimat eingenommen. In Sekunden. Ja. Oh. Ich glaube, der Dude ist ein bisschen wütend geworden. So, Schatz. Jetzt kannst du mir sie geben. Now you can give me. Give me my baby. This is the beautiful baby. The beautiful is the baby. Эти моя хорошая. Эти моя маленькая. Guter Herr, nicht. Hallo. Oh, hi, na. Hallo. Na du? Hey, guck mal, Virginia, guck dir den mal. Hier. Hallo. Komm, warte mal. Hi. Kann ich dir irgendwas Geiles Hallo. Geben? Ui, sie hält meinen Kopfhörer fest. Das war schön. Fangirl Number One, Leute. Fangirl Number One. Das mager Mütze. Wie viele Pfeile hat er schon im Kopf? Oh, cool. Armbrustbolzen. Ja, ein Pfeilzeug, du Arsch. Ja, hier kann man hoch. Also die... irgendwie hat er ein bisschen was aus. Wow, hier oben ist nichts. Okay, weiter geht's, würde ich sagen. Ja, gibt's hier noch irgendwas sexy zu machen? Oh, da hinten ist noch mehr. Oh, hier kommt ein Gegner. Der ignoriert mich komplett. Wohin läuft der? Hallo? Hallo, wohin läufst du? Der will Virginia getten. Oh, ich hab ihn geköpft mit dem Katana, holy shit. Ich hab einen Fisch. Das ist ein Fisch? Ja, Mann. War jetzt in dem Lager irgendwas noch Besonderes? Nee, nur so Koffer-Loot halt. Ach so. Also das, was wir schon eh full-stacked sind. Ja. Ja. Exactly. Oh, das sind mehr Gegner. Sind das tote Haie? Da, wer bist du? Ach, hier bist du ein Stück Hals. Sind das tote Haie hier? Oh, Mädels, nein, es wird dunkel. Oder? Ich muss mich schnell umlegen. Doch, das sind tote Schwert... Nee, nicht Schwert. Wie heißen die Viecher? Warte. Orca? Nee, Orca? Nee. Was, was ist das? Nee, das sind tote Delfine. Das sind doch keine Delfine, Alter. Killerwale, ja. Aber. Ja, das sehen aus wie Delfine. Digga, das ist kein scheiß Delfin, Alter. Das ist viel zu groß für einen Delfin. Und hinten dunkel und vorne grau weiß, das ist ein Killerwale. Ja. Aber Orcas werden die auch so genannt. Ja, oder genau. Orcas ist eine andere Variante von. Hey, Orcas sind doch schwarz-weiß. Großteilig, oder nicht? Alter, die Katana ist übel strong, ne? Das ist, die Katana ist Bastard, Alter. Ja? Die ist OP. Na, ja, aber wenigstens ein Nachtlager hier, ja? Sollen wir vor der Höhle vielleicht, also vor dem grünen Punkt, das Lager aufschlagen? Ja, mal. Oh, wie ist das? So. Wer sagt, dass es eine Höhle ist? Das kann auch wieder was zum Buddeln oder so sein, ne? Das kann auch sein. Oh, Gegner, ahoi. Hier ist Betalbox und Flintenmunition. Oh, Lord Darkness raidet mich gerade. Was? Ah! Aua! Was geht? Oh, ich hab so einen Arm abgemacht. Nee, doch nicht. Now he's dead. Was geht, Lord Darkness? Raidet mit vier Personen. Was geht? Was geht? Hier ist Munition. Firebird, was geht?
Raid Leader von Lord Darkness. Ach so. Was geht? What's cracking, my dudes? Alles fit? Ich brauch Licht, Alter. Ist so dunkel. Auch geht tatsächlich. Das hilft mir gerade nicht weiter. Ach, das Wasser hier ist nicht eingefroren, oder was? Mehr Wasser wahrscheinlich, oder? Yep. I don't know. Ja, gut. Salty water. Why so salty? Salty water is salty. No shit, Sherlock. Easy bei euch. Ja, uns geht's gut. Wir haben gerade eine Katana gefunden. Wir sind glücklich. Yes, ja, wir sind glücklich. So ist es. Ihr hattet ein wenig Spaß in Phasmo. Ui, nice. It's very nice. Very nice. Hallo, mach mal nicht so hin. Alter Mann, ist kein D-Zug. Ich komm nicht hinterher. Wie hier überall so Golfkartsets sind. Ey, jetzt wo wir den Golfschläger haben, passt es doch. No. Lass doch Golf spielen hier. Warte nur noch auf unser Golfkart, dass wir fahren können. Ist so. Ich würde es richtig feiern, wenn es hier irgendwann ein funktionierendes Golfkart gibt. Ja, Mann. So, bist du eine Höhle oder nicht? Das sehen wir jetzt. That's a Bunker. Well, Bunker? A Bunker. A Bunker und Ducktail. Bunker. Sollen wir jetzt hier pennen? Ducktail. Ja. Ich hab die Plane. Ich hab eine Leiterplatte gefunden. Und ich kann die Plane hier nicht platzieren. Schau mal doch nach, ob wir im Bunker irgendwo pennen können. Hm. Ah, boah, das ist wieder Treppe. Treppenhaus. Ja, eigentlich müssen wir noch nicht pennen, oder? Müsst ihr pennen unbedingt? Nö, eigentlich nicht. Aber speichern würde ich schon gerne. Ja, komm, lass einfach pennen und speichern. Hier oben kann man nicht Ja, Safety first, safety first. So, wer das sicher, sicher 8 geht vor. So, speichern. Schlafen. Safety! Safety first! Safety, safety. Ah, ich habe keine MREs mehr. Dann eben Ramennudeln. Mmh, ganz trocken. Ich gönn mir ein paar Crunchy Munchies. Mmh. Nom nom nom. Cornflakes ohne Milch futtern. Ich trinke Energy hinterher, das funktioniert auch. Ich mach mein Frühstück immer mit Wodka. Ich kann's nicht trinken. Ich mach mein Frühstück immer mit Energy. So, ich geh kurz nochmal pinkeln. Ich muss grad pinkeln. Bin gleich jetzt da, ne? Jo. So, I'm fully stacked. Oh, ich hab schon mal einen Snack, wenn er schon mal pipi geht. Ich muss kurz aber zum Tisch laufen und so. It's very dark here. 58 Lee hat mir geschrieben, was? GTA Kingdom? Was? Stick ist das Beste, was es in diesem Game gibt. Alles, was du brauchst, dieses Game durchspielen, ist tatsächlich ein Stück. Meine beste Freundin und ihr Bruder essen solche Nudeln richtig gerne trocken. Ich habe keine Ahnung, warum das ist so wird. Ich verstehe es auch nicht. Ich verstehe auch die Leute nicht, die Yum-Yum-Nudeln und so trocken essen. Und ich kenne auch welche, die feiern das unnormal. I don't understand that. It's fucking stupid. That's disgusting. It's fucking disgusting. Nee, for real, das ist doch eklig. Aber tatsächlich tun das echt viele, aber ich verstehe es halt nicht. Ich verstehe es, wenn du zum Beispiel Spaghetti kochst und dir halt so eine rohe Spaghetti gönnst oder so, aber doch nicht eine ganze Packung, Mann. Ja, Mann. Digga, du musst mir gerade so backen, ne? Du hast gerade bei mir einen Zettel in der Hand. und den Compound-Bogen. Lol, das ist wirklich stuckt. Jetzt ist die Shotgun durch den Zettel bei dir durch. Ja, gut. Nice, ich kann. Katana? Ja, auch, das ist bei dir. Ja.
Jetzt würdest du irgendeinen Magic Spell aufsagen gerade. Ja, Mann. Lass uns mal Jens entschanken. Wie das manchmal so synchron ist. Lass ihn einfach stacken in die Ecke. Ja, Mann. Das ist ein krasser Kampf, der angegriffen ist, ist so stark, dass er keinen einzigen Muskel bewegt. War ein ordentlicher Schuss. Was macht ihr da mit mir? Wir enchanten dich. Du kommst hier nie wieder raus. Nein! Nein! Scheiße, er ist draufgekommen. Escape! Get him! Beat him up! Ich komme! Das ist unser Kampf. Ey Leute, hier geht's rein. Nein! Wir haben ihn! Wir haben ihn! Nein! Kann man da tauchen? Koffer? Nein, kann man da nicht. Nein. Oh, was? Feldration? Oh, ich bin full of Medic. Apropos, ich sollte Medic nehmen. Ja, könnte ich auch mal nehmen. Ich bin schon wieder low health. Hat jemand die Tür angechisst? Mann, soll ich gespuckt? That's disgusting. Was war das denn? Oh mein Gott, das halt hier. Warum ist das ein Hase? Aua! Oh, sorry. Ich wollte den Hase schlagen. Jens ist immer am anderen Leute schlagen. Oh, da liegt Blut. Ist nicht meins. Oh. Ich spiele da rein? I don't know. Yay. Let's go inside. What the... Es sieht nach Blut hier erstmal aus. Also gehe ich erstmal hier lang. Same. Oh, Digga. Das Bedroom. Digga. Aber wir hätten echt schlafen können. Oh, ist dort wie ein Kinderzimmer. Ich mal speichern. Ich speichere hier nochmal, ja. Same. Hier ist nix, warte mal. Niemand sieht mich. Ja, hier geht's nicht man weiter. Sieht, man sieht dein Feuerzeug dadurch, also. Aber nicht. Lügen darf man nicht sagen. Okay, hier ist blockt. So rufen wir uns jetzt. Das ist der neue Ruf, ja. Der Lockruf. Ja. Oh mein Gott. Where the hell are we? Sieht fresh as fuck aus hier. Ja. Naja, bis auf das Blut. Oh, das. Das Blut ist aber auch noch frisch. Ah, oh, jetzt kommen wir in die President Suite oder was? Honeymoon Suite. Oh, was Pichamas. Hast du als Schlafanzug? Ich will auch haben. Noch ein Buch. Toll, jetzt hab ich die angezogen. Bei Eric LeBlanc. Jetzt hab ich den Pyjama angezogen. Oh, du siehst aber cute aus in dem Pyjama. He's cute, bei Eric LeBlanc. Eric LeBlanc. Also hier lässt sich's leben. Warum bauen wir eine scheiß Hütte im Wald? Wenn wir uns dann hier entschellen können. Ehrlich, oh, guck mal, der wollte auch nicht mehr weg. Der Fernseher funktioniert ja auch noch hier. Ey Ralf, der wollte auch nicht mehr weg hier. Oder ist das Bild? Ey Leute, das bewegt sich. Leute, guck mal, hier sind perfekt auch drei Plätze für uns, ne? Oh, Alter, das ist aber ein fetter Fernseher, hab ich noch gar nicht gesehen. An der Bar gibt's Muni. Schlag bei dem Hängenden. Den Hängenden schlagen. Wurm. Bounce. Der Wobble ist so schön. Na, hier lässt sich's leben, oder? Ja, ne? So, an der Bar gibt's Muni, hab ich gehört.
Ja. Die Mucke ist auf jeden Fall auch nice. Also hier können wir auf jeden Fall weiter wohnen. Ich bleib hier. Ihr könnt vorgehen. Nice. Ich geh dort hinten chillen. Oh, das sieht mit der Munition hier überhaupt aus? Luck. Okay. Nur 16. So, jetzt muss ich aber den Pyjama ausziehen. Oh, ich speichere lieber hier. Hier ist cooler. Wo? Nice. Was haben wir hier? E-Mail Collector. Noch mehr Ammo. Crosses burn demons. Kreuze verbrennen Dämonen. Wie viele Fernseher wollt ihr haben? Ja. Ja. Das ist aber ein fucking Curved-Fernseher hier. Hier ist ein Kreuz. Junge, Alter, einfach Engelsgesang. Beim Aufheben. Ich hab hier kein Kreuz. Hier auf. Ich hab schon ein Kreuz, deswegen wird's wahrscheinlich nicht da sein. Welches Kreuz? Hier am Bettrand. Warum sind da Pillen? Am Bettrand? Hier am Bett. Oben, auf dem Garten. Oh nein, man kann da nicht rein, oder was? Warte, wofür brauchen wir für das Kreuz? Erlaubter E-Mail heißt es Crosses Burn Demon. Oh, LOL, hier ist ein Geheimgang! Das kann ich das? Arthur? Oh, die Tür kommt mir sehr bekannt vor. Oh mein Gott, die Musik. Ralf, die Tür kommt mir sehr bekannt vor vom ersten Teil. Nee. Ja. Oh oh, jetzt riecht's aber nach Endboss, Digga. Oh, ja. Jetzt riecht's gewaltig nach so einer Tür. Oh mein Gott. Alter. Wie viele Punkte haben wir eigentlich noch? Das war der letzte, oder? Nee, was ist das, was es da kann sein, dass das ihr bald am Gameende seid. Lol, hier ist einfach Lava. Lol. Passt mal an. Oder, nee, Magma. Okay. Ich will's tryen. Okay, das ist so blöd. Wie dein Charakter reingeht, so, oh, actually, it's hot. Oh, es geht so. Terry hat gerade geschrieben, wir sind kurz vorm Ende. Oh, damn. Aber es ist zu erwarten bei der Tür. Oh Gott! Oh, der Katana-Action. Beat him up, boys! Oh, okay, he's already beat him up. Ja, ich wurde auch abgewiesen von euch. Oh, hier geht's auf jeden Fall runter. Ist ganz schön tief runter. Aber wir haben einen Storypunkt noch nicht uns angeguckt. Boah, ich will da runterspringen. Lauf halt! Achso, das ist nur ein hängendes Skelett. Was Loot übersehen? Was? Hab ich? Ich glaube, ich komme da nicht mehr hoch. Boah, Alter. Was war das? Alter, dieses Skelett, ey. Es war ein bisschen Kleingeld und eine Dose. Okay, da vorne sind ein Haufen Viecher. Ich hol eine Nade raus, oder? Sneaky. Ich sehe sie nicht. Wo sind die? Da unten. Eins. Oh. Er hat's gecheckt. Er hat gedodged. Er hat's einfach gedodged. Ja, muss Katana her. Ja, los, Katana Action. Seile. Da. Stoff, ich glaub, die Viecher der läuft einfach über die Lava, Digga. Was soll das? Die kriegen keinen Schaden durch die Lava. Okay. Zumindest nicht, dass ich das jetzt irgendwas gesehen habe. Aber hey, schon ziemlich funny, dass wir jetzt schon am Endgebiet sind. Ja. Warte, den krieg ich. Oh, jetzt ist er auf der anderen Seite. Komm her! Hätte man ja mit rechnen können, ne? Wenn wir diese grünen Punkte abklappern. Na dann. Die Frage ist, ob wir den Endboss packen werden mit dem Gear, was wir haben. Ne, ich denke schon. Wir haben noch Mollys, alles. Ja. Oh, da ist noch ein Wald. Ach, egal, scheiß drauf. Ich meine, wir haben ja eigentlich schon fast alles, oder? Naja, wir haben jetzt halt nur einen grünen Punkt in eine Höhle noch nicht gemacht. Alter. Was wird das denn für ein Bossfight, Alter? In der fucking Hölle? Ja, das ist so. Einmal kurz in Nether gehen. Underworld Bossfight. Ja. Warum schickst du mich durch die Hölle? Hölle. Ralf, Arthur, wie heißt das Gebiet in Dark Souls 1? Sailed. Ah ne, warte, du meinst Dark Souls 1. Genau, Dark Souls 1, nicht Sailed. That's a good question.
Boah, ich weiß nicht mehr, wie das heißt. Scheiße. Ich auch nicht mehr. Aber wie war es nochmal mit dem Sailor Challenge Run? Was sind Gegner? Oh, oh mein Gott. Gott. Ralf hinter dir. Das sind mehrere Gegner. Oh, na gut. Na gut. Oh mein Gott. Ich muss die Shotgun rauspacken. Oh Gott, ich muss tippen, ich muss tippen. Ich auch. Ich hab keine Ausdauer mehr. Oh gut, oh gut, I got you, asses. Pack die Shotty raus. Oh mein Gott, Ralf. He's not dead. Oh! Get him. Now he's dead. Now he's dead. He's dead. Okay. Ich muss mich heilen. Aber ehrlich gesagt, die sieht so richtig geil aus. Not gonna lie. Ja, ich glaube, meine Taschenlampe sogar aus. Ja, hab ich auch gemacht. Ich war gerade am heilen, du Peck. Screenshot time. Alter, hallo, Jens. Darf ich einmal einen Screenshot machen, ohne dass ich von deinem Vollidiot? Dann ist wieder am Sterben da oben. Ja, hier sind noch weitere Viecher. Die haben wir getötet. Alle, ne? Muss ich nochmal heilen. Halt das. So, jetzt erstmal Screenshot time. Jemand hat seinen Arm in Lava geschickt, um zu schauen, wie sich das anfühlt. Er hat bis heute nicht berichtet, wie es sich anfühlt. Hm. Let's go. Let's go. Warte, was ist hier links? Oh, warte mal, hier ist noch ein Buch hier. Nothing. Okay. Crazy. Kein Plan, was das heißt. So, jetzt muss ich erstmal kurz einen Schluck saufen. Hast du gesagt, noch ein Buch? Noch ein Schluck. Nee, ist nur ein Blatt Papier. Activates every 8 cycles. What? Loop activates every 8 cycles? Okay. Cube activates every 8 cycles. Hm. Hier? Da ist noch Kleingeld. Stoff. Njong. Warum hängt hier überall Skelette? Well, that's a good question, Carl. Hm. Alter, wie lange geht das denn hier? Gute Frage, nächste Frage. Oh, warte mal, was steht hier? Stay in the cube. Out Demonia. Was steht hier beim Zettel? Ja, stay in the cube. Stay in the cube. Also müssen wir in der... Im Würfel bleiben. Okay. Das sind quasi so Tipps, die wir machen müssen, um das Good Ending zu bekommen, oder was? Ich weiß nicht, ob es da... Gibt es da mehrere Endings? Ich habe keine Ahnung. Aber wenn er sagt, stay in the cube, dann stay in the cube. Okay, hier sind noch ein paar Viecher. Ja, oder eines runtergefallen. Der eine ist in die Lava gesprungen und er stirbt gerade. Hört ihr das? Er hat ganz kurz gemacht. Oh, hi. Ich hab schon wieder Hunger, Alter. Ich brauch schon wieder Crunchy Munchies. Erstmal bist du in der Hölle erstmal futtern von. Mhm. Scheiße. Also Terry hat tatsächlich geguckt, es gibt zwei Enden, aber es gibt eine einfache Auswahl, okay? Ja, wir lassen uns überraschen. Ja. Die Menschen bist du in der Hölle und du frisst das bei Cornflakes. Pack mal ein bisschen Lava deine Rahmennudeln. Ja klar, ja. Ey, immerhin sind die warm. Oh, Vorsicht, falsch. Ja, hinter mir ist auch noch einer. Oh, hoi. Jens wird gerade geteabackt. Oh, da ist noch einer. Vorsicht, da ist noch einer. Nur ein Pfeil. Oh, da ist in die Lava reingefallen. He dead. He dead. Ich glaube schon wieder. So mehr Schotten hab ich dann noch. 24 Schuss, holy shit. Mach mal den Taser noch gut aus. Oh, das unten sieht hög aus. Zü. Oh, warte, das sind, ich wechsle mal die Seite. Oh, oh, 1, 2, 3, 4, 5. Ich zähle 6 Viecher. 6 Viecher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zähle ich. Ja, holst du auch Grenades raus, oder? Ja. Stimmt, ich hab noch Granadas. Ich hab keine mehr. Ich hab noch ein paar Nades. Ich hab 2 Nades. Warte, da ist jetzt einer, den möchte ich jetzt nicht wasten an diesem einen Dude. Boah, er hat uns gespottet, er rennt.
Ah, komm, der wirft sofort. Gut zu wissen. Ja, komm, weißt du was? Ich hab doch irgendwo. Oh mein Gott. Okay, komm, ich baite euch jetzt hier wie bei Black Ops Zombies. Und dann schmeiß ich den doch nach. So, frisst das. Ui. Ich hab auf jeden Fall 3 getötet. Ach man, echt jetzt? Aber ich spare mir die Nades für den Boss auch noch. Apropos. Black Ops Zombies müssen wir jetzt echt mal spielen. Hast du es jetzt runtergeladen oder? Ja, ich hab's runtergeladen. Ich hab's ja vorher schon runtergeladen. Ach so. Ich bin dann nur offline gegangen an dem Tag noch. Ja klar, können wir gerne machen. Da aber kommt einer angerannt. Was? Oh. Ja, egal. Ich würde eigentlich sagen, so fick auf die, wir rennen einfach weiter, aber. Nicht, dass die uns in den. Oh. Alter. Oh, der ist umgeflogen. Ihr seid im Inneren des Schicksalsberg, um den Ring zu schmieden. Den Ring, um sie zu knechten. Ich würde gerne nochmal ein paar neue Mollys machen, kurz. Oh, das sind noch ein paar mehr Viecher. Stimmt, ich könnte eigentlich. Ja? Oh, das sind definitiv noch ein paar mehr Viecher. Wir sind gleich schon beim Endboss. Still. Weiß ich nicht. Aber wir können auch nicht speichern. Warte, ich mache auch mal ein paar Mollys. Da hinten ist noch Vieh, da oh. Noch Vieh. Oh, warum kommt die Musik? Bei mir ist noch Vieh. Warum höre ich Bossmusik? Leute, da hinten kommt irgendwas Fettes. Oh oh. Leute, wir haben ein kleines Problem. Ich mach grad Mollys. Ach komm. Ach komm, ich. Ja. Jetzt reicht's. Ich will ja keine Ammo mehr. Ja. Burn. Leute, da hinten ist was Fettes. Da ist die Mama. Lass mal die Mama. Warte, killen. Ich pack meine Shotgun aus. The Mama vom The. Von The Viecher, oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist die riesig, Alter. Ich hab voll daneben geschmissen. Oh mein Gott. Wo ist das hin? Ach, das ist an der Decke. Oh mein Gott. Ihhh. Komm runter. Au! Es kam runter. Oh mein Gott. Ich verpasste den viertes Arschloch. Oh. Oh, ich hab nebenbei noch andere. Ey! Gesellschaft. Ey, tipp nicht. Ey, du tippst. Na, ihr kommt zurück. Oh. Oh. Warum ich? Ja, ich kletter. Wo bist du? Ich kletter wieder hoch. Wo ist das? Oh, es kommt. Oben. Nicht unter ihm stehen. Vorsicht, Ralf! Ist dann. Alter, wie viel lädst du aus, Alter? Well, mein letzter Shotgun-Schuss. Aua! Er ist wieder oben. Ich muss mich heilen. Wo ist das denn hin? Ich nutze die Zeit kurz auch aus, um mich zu heilen. Arthur, über dir, oh mein Gott. Oh, Jesus, das war close. Oh, he's dead. Ja, he's dead. Nice. Warte, hier ist noch ein. Ich hab keine Munition mehr. Hey, wo? Ach, da. Nice. Well, that was a incredible boss fight. War's das jetzt? Ja, ich denk schon. Ich glaube nicht, dass. Nein, das war so der. Noch nicht der Boss. Das war auf jeden Fall nicht der Final Boss. Aha. Da kommen noch ein paar kleine Viecher.
Genau wie es steht. Ich glaube, wir müssen da runter. Mal vielleicht doch noch mal mit Zeug nehmen. Oh, da ist eine Tür. Oh, keep your friends close, habe ich einen Errungenschaft bekommen. Oh, wer ist das denn? Ich habe gar keine bekommen. Hier wieder eine Cutscene, Leute. Oh, ist das der Cube? Ja, das ist tatsächlich der Cube. Ist das Kelvin? Nee, ist das nicht Kelvin. Nee. Einer hat es nicht reingeschafft. Nee. Oh. Da läuft gerade ein Timer, was passiert? Ich glaube, der wird teleportiert, oder? Er wird geklont. What the hell? What? What the f- what the fuck? Yo, what the fuck? Oh, da ist Kelvin und Virginia. Wo sind wir hier gelandet? Das ist ein komplett anderer Planet. Ja, anderes Sternsystem. Safe. Aber das war anscheinend wirklich der Final Boss, ne? Alter, wo sind wir hier gelandet? Hey, warte mal, bei dir ist Virginia dabei. Oh, was passiert mit mir? Oh, lol. Wir haben gerade einfach einen anderen Planeten gesehen, ne? Eine andere Zivilisation. What the fuck, man? Hey, wo ist Kelvin und Virginia? Lol. Bei dir war Virginia dabei, bei mir nicht. Bei mir ist Virginia dabei. Auch nicht. Ja, wahrscheinlich hat er auch deswegen er den Erfolg bekommen, weil er wahrscheinlich outmaxed bei Kelvin und Virginia war. Was, oh nein, was wir eigentlich auch waren. Virginia ist dead. Aber was ist jetzt los? Wieso bin ich tot? Lol, da kommt ein Helikopter. Warte mal, ich get dich. Hey Leute, ich bin nach oben gefallen, ihr seid direkt vor mir. Ich hab mein komplettes Kaffee liegen lassen auf einmal. What the fuck? Hey, who's dead? Warum ist jetzt wieder Winter? Ah lol, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir jetzt wegfahren oder einfach oder hier bleiben. Also ich bleib hier. Warte, wir können uns entscheiden, ob wir wegfliegen oder hier bleiben. Ja, ich bleib hier, safe. Aber. Nimm mich mit! Warte, ihr könnt jetzt hier nicht mitkommen oder was? Nee. Du ja auch nicht, oder? Ich kann hier mitgehen. Ja, bei uns ist der Helikopter schon weg. Ja, was? Weil ich gedacht habe, jo, warum nicht mein Stop da? Well, guys, I'm out of here. Ich möchte sehen, was passiert. Oh, weg ist er. Keep going. Oh, hier gibt's Loot. Ich habe Errungenschaft freigeschaltet. Port Demons. Ja, wir haben Fight Demons. Oh, Virginia ist doch am Leben. Oh, Kelvin auch. Ich habe zwar die Story jetzt nicht ganz verstanden, was jetzt hier ganz genau passiert ist, aber... Es ist der Forest. Forest, das muss man einfach nicht verstehen. Oh Leute, hier ist eine Papierziehscheibe. Hast du die auch aufgesammelt, Ralf? Ja. Der Typ ist übrigens der MC aus dem ersten, glaube ich. Ehrlich? Nee, oder? Also warte, der Typ, der jetzt gerade mit uns mitgekommen ist, nicht der alte Typ. Achso, der alte ist der MC vom ersten Teil. Ich habe gerade Credits, by the way, ne? Ja, wir looten gerade da und sind spannend. Aber ich glaube, wir können uns dann immer noch entscheiden, oder? Also wenn wir dann nochmal die Höhle gehen. Ich hoffe, ich kann immer noch offen wird noch was machen. Safe. Oh, hier liegt ein Akkuschrauber, kann ich den mitnehmen? Ist das von Makita? Nee, ist er nicht. Aber ich habe jetzt die Story von The Forest irgendwie so gar nicht gecheckt. Also Constanze of The Forest. Na, irgendwie auch nicht, ne? Hier ist kalt und du bist nass. Danke. Ich speichere. Also da war auf jeden Fall ein Cube. Und da haben wir eine andere Zivilisation gesehen und
Ja, es ist verwirrend. Okay, das mit der anderen Zivilisation habe ich irgendwie hardcore gefühlt, I don't know. Das habe ich auch gefühlt. Das war so unexpected. Das war schon nice, also damit hast du echt nicht gerechnet. Das war ein kurzes Sneak Peek in den nächsten VS-Teil. Reise in eine unbekannte Welt. Ja, da bist du auf so einem fremden Planeten. Ja, Planets of the Forest. Ja. Nee, die machen jetzt einfach ein Cyberpunk-Spiel. Cyber Forest, ja. Okay, ich würde spielen. Ja, same. Kann ich Planets ein bisschen beschleunigen. Auf jeden Fall gemacht. Ja, komm. Aber Katz, warum habt ihr eigentlich nicht die Möglichkeit gehabt mit dem... Doch, hatten wir, aber ich hab mich halt entschieden, hier zu bleiben. Ich hab halt gedacht, ich kann den Helikopter einsteigen. Oh, warum nicht mein Loot denn da? Ich sammle schnell mein Loot ein und steige in den Helikopter, aber... Ich wusste nicht, dass das schon die Entscheidung war. Ich hab mich entschieden, hier zu bleiben. So, und was passiert jetzt mit mir? Aus disconnected. Oh, cool. Ich wurde rausgekickt. Ach Gott sei Dank hab ich gespeichert. Warte, wenn ich jetzt auf Weiterspielen drücke, ja, dann komme ich halt wieder zum Bett, wo wir gespeichert haben. Ja, lass es halt heute für erstmal so. Ja, lass es für heute mal stehen. Ja. Oder hätte ich gesagt, machen wir dasselbe dann beim nächsten Mal und versuchen das andere Ende. Also, dass Ralf und ich dann mit dem Helikopter mitfliegen und Arthur dann daheim bleibt. Einfach nur für den Erfolg. Das können wir ja dann... Naja, nee, muss nicht sein. Weil ich würde schon gerne die Credits, würde ich schon gerne on-stream zeigen. Und die Credits gehen auch actually ziemlich schnell. Dass wir dann einfach beim Start der nächsten Folge, dass wir das dann einfach mal schnell machen. Ich weiß nicht, ob wir den Boss nochmal besiegen müssen. Müssen wir. Aber schon. Weil ich bin ja Dings, ich habe ja unten gespeichert beim Bett, ne? Und ihr habt jetzt oben gespeichert, ne? Ja, beim Heli-Landeplatz. Ich verstehe zwar immer, ich gucke mir gleich ein Video an zu der Story. Ja. Ist ein bisschen verwirrend. Ich habe aber, also ganz ehrlich, den ersten Teil von The Forest das Ende habe ich mehr gefeiert mit dem Bossfight, aber hier war es irgendwie ein bisschen... Der Bossfight vom ersten Teil, der war schon ganz anders. Vor allem, es war komplett unexpected, dass es ein kleines Kind ist auf einmal. Well, okay. Dann machen wir wohl beim nächsten Stream weiter, machen dann das Ende nochmal mit dem Helikopter für dich, Jens. Ja. Und dann kannst du dich auch on Stream für das andere Ende entscheiden. Dann hast du auch schon mal den Erfolg. Ja, interessant. Ja, und dann schauen wir mal, was wir alles nächsten Stream dann noch so erreichen. Ja, es gibt auf jeden Fall noch eine Höhle und einen grünen Punkt. Und dann wird es halt ein Stream geben, wo wir nur Sachen bauen sind, ne? Ja. Und was Exploring angeht, wird das dann beim nächsten Mal unser letzter Stream sein. Ich weiß nicht, ob wir dann noch einen Stream danach noch machen. Ich denke mir aber schon, wahrscheinlich schon, wo wir dann bauen werden, einfach nur. Ja, einfach nur so just for fun. Ja. Aber ja, das war's dann eigentlich auch sonst so mit Forest, ne? Ja. Ja. Die Story ging echt zügig durch. Also wenn du alle Punkte abratterst und alles lootest, dann geht's eigentlich relativ schnell. Schon, ne? Ich meine, theoretisch kannst du auch den Bosszeug einfach komplett skippen und einfach durchlaufen. Tja, hätten wir eigentlich auch machen können, aber wir wollten das Ding besiegen und gucken, was wir als Reward kriegen. Ich habe jetzt ich guck mal kurz, was die Errungenschaften sind, die ich jetzt gerade bekommen habe. Ich habe ja bekommen, Borg Demons, Leave the Island. Borg. Und Keep Your Friends Close, da steht Complete the Story with All Friendly NPCs are Still Alive. Ja, ich habe Fight Demons, Stay on the Island. Ah, hast du und zufällig Chivalry is not dead freigeschaltet? Wie? Wer ist nicht tot? Chivalry is not dead. Hast du das freigeschaltet? Nee. Reach Max Sentiment with Virginia. Also das maximal an Virginia. Deswegen war Virginia auch bei mir und nicht bei euch. Ja, weil ich Max Stats mit ihr habe. Den habe ich aber auch. Oh. Den Erfolg habe ich auch. I don't know. Naja, okay. Leute, wir sehen uns beim nächsten Sons of the Forest Stream wieder, ne? Bis dann. Haut rein. Bye-bye. Jo, von meiner Seite war es dann dieses Mal auch. Es hat Spaß gemacht.
Wir haben jetzt das Spiel durchgespielt, jetzt beim ersten Try.